Jo, was geht ab? Jo, was geht ab? Was geht ab, meine lieben Freunde? ich hoffe, es geht euch gut. Hallöchen, Monty. Hallo, Mike. Hallo, Micha. Ja. Ich hoffe, es geht euch genauso gut, wie es mir auch geht. Heute ist Freitag. Heute ist Freitag und ich bin ganz gut drauf. Was ist denn hier los? Jason! Mann! Als ob der immer ahnt, wann ich da bin, ne? Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Warte mal. Ja, nee, ich muss mich erstmal hier orientieren. Also. Herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir gucken heute ins RP. Das bedeutet im Detail, ihr wisst, die Autos sind da. Die stehen hoffentlich alle noch in der Tiefgarage. Also nicht in der Tiefgarage, im Parkhaus, im Erdgeschoss im Parkhaus. Und ja, im Prinzip müssten die dann jetzt mal nach und nach in den Laden. Und wir müssen die heute branden. Wir müssen heute so ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Wir müssen so ein bisschen unsere, ja, unsere Colorline. Ja, Junge. Ey, das ist so dumm, wirklich, diese Stimme, das ist krass. Also, ey, Mike, vielen, vielen Dank. Im dritten Fortlaufenden. Jawohl, weiter geht's. Ey, danke dir. Dieses Drilililili hat mich gekillt, ey. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Mike. Dankeschön. Prime Sub, du weißt es selber. Wichtig. Danke dir. Ja, dieses Bultf-Boom. Sehr gut. Okay, jo. Gut, hier sind wir. Gut, also genau. Wir müssen heute die Fahrzeuge ein bisschen bunt machen, dass wir die auch in den Laden stellen können. Das wird natürlich ein paar Tage dauern, weil wir werden die Autos halt quasi erstmal zu Bennys oder sowas geben. Da werden die 2, 3 Tage stehen. Wenn es gut läuft, sind die Montag fertig. Wenn nicht, Mittwoch. Den Rümpel müssen wir eintragen. Und mir ist eingefallen, ich habe vergessen, den zweiten Rumpo zu bestellen. Jawohl's denn. Jawohl. Danke dir. Danke dir auch, Prime. 1,5 Jahre. Guck mal, mindestens so lange kennen wir uns schon. Wir kennen uns ja schon viel länger, aber das mal jetzt so auf dem Papier stehen zu haben, 1,5 Jahre ist schon krass. Und das ist ja nur die Zeit, wo ich stream, das ist krass. Wird die MLO-Anzeige nicht mehr aktualisiert? Doch. Doch, sollte. Sollte. Sollte, warum? Also, die Subs wurden da drin ja noch nie aktualisiert. Aber. Last Update, 2. Oktober? Was denn dit? Schon gnadenlos, ich dies wieder ab, ihr Gauner. Hau rein. Wieso, wie viel steht denn da? 110. 110 Euro. Lass mal, ich guck mal kurz. Edit. Na? Warte mal, ich guck mal kurz. Vielleicht muss ich da irgendeine Quelle aktualisieren oder so. Moment, Goals. Dit. Das kann ich aktualisieren. Ja, nee, ich habe es aktualisiert. Es ist Stand jetzt.
Ist quasi, so ist der Stand aktuell. Das wollte ich mir da aufmachen. So. Gut. Okay, cool. Also, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, Mike. Vielen, vielen Dank, Stan. Sehr, sehr großzügig von euch. Ich liebe euch. Boah. Boah. Dass sie das mit September abkürzt, ist krass. Ich glaube, es war Micha. Ich glaube, diese passiv-aggressive Art und Weise zu sagen, dass es nicht Micha war, nicht Sepp war, das kann nur Micha gewesen sein. Also, ey, 1,11 Euro. Das ist ein Rechenfehler. Hä? Ja, hä? Habe ich nicht gerade noch gesagt, 1 Euro, 110? Stand da nicht 110? Oh. Also ich habe es ja gerade nochmal aktualisiert. Vielleicht hat er zwischendrin irgendeine Spende nicht aktualisiert gehabt. Wir gehen jetzt einfach mal von 112 Euro. Money Glitch einfach ist so. Mach mal noch 1 Euro. Vielleicht ist das diese Schnapszahl der Trigger. Aber wie asozial eigentlich. Du wolltest da, dass die 111,10 Euro, 111,11 Euro da stehen, ne? Ja, jetzt müssen wir auf 222,22 warten. Das ist krass. Genau, also das steht heute an. Autos farbig machen, tunen, also den Surfer Custom, diesen Bus, den müssen wir tunen, weil da muss oben ein Surfbrett drauf. Das ist aus der Kategorie Fahrgestell quasi. Und wir müssen uns mit den restlichen Gastros noch auseinandersetzen, zusammensetzen und unsere Fertiggerichte fertig planen. Damit wir das auch mal OOC auf den Weg bringen können. Erstmal aber ziehe ich mir ein frisches Oberteil an. Dit. Die ändern da auch jedes Mal die Symbole, ne? Komm, heute gehe ich mal so. Ganz, ganz farbreich. Aber ich ziehe meine Nice Watch aus. Die ist mir dazu präsent. So, gucken wir mal. Boah. Junge, ich habe mich so erschrocken. Ja, nein, du bist doch gar nicht da. Bist du da? Bist du da? Hallo? Hallo? Sind Sie da? Sind Sie da? Er ist doch gar nicht da. Micha. Micha, ey, danke dir. 1,23 Euro. Was haben wir jetzt? 133,33? 113,11? Steht da irgendwas? Steht da ein System dahinter? War nicht allein. Hi, Tiger. Wie Micha einfach auch direkt so sagt, so bitte. Danke, Micha. Für jetzt dann 2,24 Euro. 2,24 Euro, wa? Wer hat mir da hier Schripp? Ja, Dings habe ich vergessen. Okay. Anruf nur von Jason. Okay. Das ist fein. Ben? Ben? Oh. Ben? Hallo. Hallo. Du siehst aus wie ich. Nee.
Kennst du dieses Meme mit den Spider-Mans? Aber du hast ja meinen Style an, dann siehst du ja aus wie ich, so mäßig. Nee, es stimmt ja gar nicht. Ich habe ja auch einen viel cooleren Pulli an vom Schnitt her so. Nee, voll nicht. Ah, du hast letztes Mal noch richtig neidisch so gefragt, so, oh, was denn? Der sieht so clean aus. Ah, du weißt doch ganz genau. Ich hab doch dieselbigen. Nee, Monty, die okay. gleichen. Sehr, sehr wichtiger Call. Das sind die ekligen, die am Anfang so schön glatt sind, weißt du, und dann aber nach 3, 4 Mal waschen hast du da so überall Fussel dran und brauchst so eine kleine Füssel. Fusselmaschine. Füssel. Ein Füssel, eine Wippe. Rumpel. Ah ja, Rumpo. Ja, ich habe vergessen, den zu bestellen noch am Montag. Nein, Micha, du gehst nicht. Okay. Wollten wir ja eigentlich noch, oder? Ja. Ich müsste gleich mal auf jeden Fall zu einem ATM, um zu gucken, ob die das geschissen bekommen haben mit der Transferleistung. Und ja, Jason hatte mich gerade angerufen. Da sollten wir auch mal gucken, was abgeht. Also Prio 1 ist erstmal jetzt Rümpel eintragen. Was? Jo. Das Animazione. Buonasera. Ah, buonasera. Ah. War da Mittwoch noch bei Little Italy und da war der. Na komm, Ivi, jetzt versucht ihr. Du weißt ganz genau, dass ich nur geblufft habe. Okay, ja, was geht? So viel. Okay, dann, Nicht so ganz fit, aber okay. Ja, also wir haben heute auf jeden Fall was vor. ja, safe, aber ich auf jeden Fall muss irgendwer von euch fahren. Ich habe nicht so viel Bock auf Konzentration heute, ne? Okay, ja, passt. Ich muss bisschen Sparflamme machen. Okay. Ja, wenn es dir nicht gut geht, dann bleib lieber zu Hause, wenn du mich ansteckst. Nee, ich Rümpel. kann dich nicht anstecken. Ich habe nur Migräne und so. Kannst du dich schwer anstecken, Bro? Migröne. Okay. Nee, ja, Trete gut. gerade gegen Stans Auto hier. Du trittst gerade gegen Stans Auto. Okay, na gut. Oder der steht auf meinem Okay. Parkplatz. Es steht auf deinem Parkplatz. Stan zeigt ihn an. Dann kriegt er wieder Fingerabdrücke abgenommen. Nee, ich hol schnell den Rumpo und Fingerabdrücke von schieb's seinem Auto Schuh. weg. Wir treffen uns hinten am Parkplatz, würde ich sagen, oder? Okay, bis gleich. Stehe beim Rumpo. Okay. Er steht beim Rümpel. Beim Rümpel. Hast du den Drafterschlüssel? Ja. Meruba, der Security, lange Arm. Das ist so gut. Also hier ist irgendwas faul. Wissen? Irgendwas stimmt hier nicht. Ach nee, doch nicht. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ja, dann lass mal nach hinten gehen. Ja, Moment. Was ist denn hier dieses Ativan? Und das für ein Mittel? Was für Ativan? Ativan? Oder wie wird das ausgesprochen? Ativan. Oh. Ativan. Da im zweiten Regalbrett. Ah, warte mal ganz kurz. Da muss ich mich mal kurz konzentrieren. Hä? Wieso? Wieso musst du dich da konzentrieren? Bist du im Kopf? Ben? Er ist aber auch knifflig. Sie. Was im Kopf? Ja. Na gut. Ich bin mal kurz im Schrank. Handschuhfaches Blech. Ich wollte es nicht bringen. So, ich bin gleich fertig. Naja, Jason wartet draußen mit Migräne. Okay. Was machst du da zurecht? Ich mache ja ein bisschen was für heute. Fertig. Du weißt, wenn wir ins DOL gehen, ne? Ja.
Hast du irgendwie mehr angefangen, wieder Drogen zu nehmen, kann das sein? Naja, weißt du, ich weiß ja jetzt, wie es ohne ist und ich weiß auch, wie es mit ist. Okay. Und ich sehe da jetzt eigentlich, es nimmt sich beides nicht viel, also ne, warum denn nicht mit? Und ich meine, guck Naja. mal, wir sitzen hier Guck auf einem mal. Riesenhaufen, ja? Ja, muss ja weg. Und Klasse, muss ich kann weg. ja sowieso nicht. Ich sorge ja automatisch quasi für einen Schub. Du bist ja quasi also mitschuld, wenn man so will. Eigentlich schon, ja, deshalb, komm. Ich weiß nicht, ob das, also, Komm. das ein Zeichen von Freundschaft ist, weiß ich halt auch irgendwie nicht. Rümpel. Zum Rümpel. Hast du gesehen, ich habe mal. Ich habe dir mal über Bluetooth habe ich dir mal so ein paar Farben geschickt, mögliche Ideen für die Autos. Okay. Ja. Ich werde da mal reingucken. Ja. Ach so, er steht beim Rumpo, wäre glaube ich andere Richtung schlauer gewesen. Ja. Rümpel. Ich habe die Autos dann auch alle in dieses Parkhaus gefahren. Hoffentlich hat nicht gerade das die Leute dazu verleitet, da versuchen einzubrechen. Genau das Gegenteil erreicht, perfekt. Aber eingetragen sind die noch nicht, ne? Wäre auch ein bisschen flott. Ach so, habe ich gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Nee, aber glaube ich nicht. Wann war das? Vorgestern? Ja, war auch ganz spät. Aber da Jetzt muss ja lass mal hier 5 gerade sein. der Herr Bödel. Ein Bödel. Oh ja, das steht, Junge, wie so ein Schmuggler. Schmuggler, gleich zwingt uns wieder irgendjemand Sprit zu trinken. Habt ihr das Geld, sie? Jo. Hey, nice chain. Hey, was geht? Was willst du Nice von mir? ass. Habt ihr ein Problem oder was? Ja. Ja. Okay, jetzt kommt er so raus und dann versucht er wieder irgendjemanden in eine Gasse zu treiben und fährt dann weg. Wes, Bis gleich dann. willst du jetzt irgendwas sagen oder was? Komm, Ruhe. Also, wir fahren jetzt den Ja, Rumpo was eintragen. Ruhe? Junge, willst du mich triggern oder was? Ich gebe dir gleich Ruhe, sein Großvater. Wir Gucken wir wieder zwei damit. Leute von der Gang um die Ecke kommen. Ne? Ja. Deshalb der ganz leise mit Auto in Digga. Fluchtrichtung parken Du, und ich sag ganz Puls auf ehrlich, weißt du, 300. du hast große Fresse. Dir ist noch nie was passiert, weißt du? Ich habe geblutet für dich. Ja. Und so respektlos gehst du mit mir um. Oh, check ich jetzt nicht. Was, wo ich geblutet habe für dich? Ja. Ey, ich hab wegen dir und Ist so dem gut. anderen Dulli neben dir eine Kugel ins Knie bekommen. Ja. Du hast uns auch aufgehalten, dass wer anders Machete in den Rücken kriegt. So. Also Ja, Digga, weil ich ihr war ja auch auch gehalten. Vergewaltigt. Nur deswegen hast du in den Fuß Digga, geschossen bekommen. ihr wart ja größenwahnsinnig. Ihr hättet Einen auch Tag gleich später. Realistisch. Ja. Ah. Michael. Nein, ich will hinten sitzen, Mann. Die Tür ging nicht auf. Das Ding ist schon richtig geil. Ich finde den auch cool. Wie teuer war der? Ja, der. Boah. Bin mir gerade gar nicht so sicher, ob der nochmal der teuerste mit 19 war. So billig. Münzen. Gut, wenn du einen ganzen Fuhrpark davon haben willst, ist es nicht ganz billig. Aber Nee, wir haben ja ja, sowieso aber. gesagt, den zweiten holen wir auf jeden Fall noch, ne? Das ist schon nicht so teuer. Ich finde das nicht so teuer. Hey, sag mal ganz kurz, soll ich den Sultan Classic für 25,5 verkaufen? Wie viel hast du ihn angeboten? 31, glaube ich. Ja, mach, komm. Ey, guck mal, wie lange du an dem jetzt schon rumhockst. Wenn du jetzt Echt einen jetzt? hast. Was meint ihr? Naja, schon. Guck mal, du hast ihn auch schon ewig auf Dings. Warte mal. Ja, soll ich kurz einfach reingehen? Der kommt ja sowieso gleich raus. Meinst du, dass Stan und ich hier warten, Ja. oder was? Ja. Ich warte auch, ich hab noch Kokain dabei. Ah ja, cool. Oh, warte mal, habe ich meins noch? Oder etwas schnell. Willst du eine Line? Wenn wir hier schon mal so zu zweit sind. Junge.
Das nimmt du hast nichts. Für jetzt was zu dem Brot. Ja, das stimmt halt einfach auch. Was soll ich mir das Zeug denn reinballern? Komm schon, bitte. Ja. Hallo. Guten Tag. Alles klar. Irgendwelche scharfen spitzen Gegenstände, an denen ich mich verletzen könnte? Nee. Darunter zählen auch scharfe spitze Finger. Ja, nee, sehen sie ja nicht. Nee, ja. Was mit dem Verstand? Der Verstand, das kommt immer drauf an. Ich habe so viele Leute schon mitgekriegt, die immer gesagt haben, mein Verstand ist so scharf. Aber dann war er doch nicht so scharf. Und dann hört man sie währenddessen dann sich immer so unterhalten, dann denkt man so, oh Bruder, du bist es nicht. Das ist stumpf eher. Ja, ja. Alles klar. So, da ist das mal super aus. Ich erschrecke hier mal den Hosenbein lang. Mhm. Aber auch hier soweit alles in Ordnung. Alles klar. Wunderbar. Super, danke schön. Danke gleichfalls. Hallo. Einen wundervollen. Darf ich Sie gerade ansprechen? Natürlich, wie können wir helfen? Super. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe am Mittwoch schon mal 4 Fahrzeuge auf mein Unternehmen eintragen lassen, auf Coastal Vans. Und hätte jetzt noch einen Nachzügler. Geht es um ein Firmenfahrzeug? Ja, genau. Ja, nehmen Sie mal kurz Platz, dann kommt gleich jemand auf Sie zu, ja? Okay. Ja, das ist krass. Ich werde diese stundenlange Security hier rumstehen nie verstehen. Oh, ey, weißt du noch, meine ersten Streams auf YouTube, wo ich einfach da 3 Stunden Schichten abgestreamt habe? Das war krass. Die Leute haben ja auch nicht miteinander geredet, ne? Ich habe ja wirklich auch echt nur mit euch so geredet. Das war heftig. Du hast eine Drogenvergangenheit? Nee. In den letzten 24 Monaten. Ja, die Wand ist krass. Sag mal. Und jetzt für mich hier? Eine Zeitverschwendung, wenn man ehrlich ist. Ja, du hast halt auch noch nicht mal irgendwie, weiß nicht. Beim Kasa hast du... Hallo. Hallo. Sie möchten ein Firmenfahrzeug anmelden. Ja, genau, richtig. Dann machen wir... Dann ruhig mal kurz den Ausweis und den Firmenausweis. Ja, Firmenausweis haben wir noch nicht. Okay, für welche Firma ist das Fahrzeug gedacht? Für Coastal Vans. Oder was? Nochmal. Coastal Vans. Coastal Vans. COAT. Also eigentlich irgendwie fängt es wie mein Nachname an. Coastal Vans. Okay, genau. Dann schaue ich nochmal kurz ins System, ob das passt. Und dann können wir uns gleich das Fahrzeug mal angucken. Mhm, perfekt. Dann bis gleich. Bis gleich. Was ich sagen wollte, hier beim Casa hast du halt wenigstens noch so ein bisschen Bürokratie und Firmenausweis, keine Firma. Überleg mal. Hier hast du halt wenigstens noch so ein bisschen Bürokratie, bisschen tippen, bisschen so Sachen weitergeben. Ich weiß gar nicht, ob mir das RP überhaupt hier gefallen würde, weil ich ja im Real Life einfach auch einen Bürojob in der IT habe, so mehr oder weniger. Das ist ja, also das wäre glaube ich nichts, aber der Vergleich von diesem Job zu dem Meriwether-Job ist halt schon heftig, ne? Aber gut, so ist es ja im Real Life auch. Nur im Real Life hast du halt selbst, also wie wir in New York waren, da hat fast jeder Einzelhandel, jedes kleine Geschäft hat irgendein Security-Unternehmen irgendwie, da steht da irgendwie so ein Schrank am Eingang. Und selbst die im Einzelhandel haben natürlich mehr zu tun, weil klar, da ist viel mehr Publikumsverkehr als hier jetzt so im RP. Okay, das passt soweit. Dann werden wir uns einmal das Fahrzeug angucken. Jo, super. Dann würde ich einmal vorgehen. Wir folgen Ihnen auffällig. Na klar. Können wir so gleich noch hin. Das ist ja... UL war bestes RP damals, aber lag mehr daran, weil wir dort gearbeitet haben. Ja, ja, na klar. Ja, glaube ich. Also gerade die Anfangszeiten von Lucky waren auch bei Unicast und bei Little Italy waren richtig geil.
So, genau, das wäre einmal hier der Rumpo Custom. Rumpo Custom, okay. Genau. Achso, Kennzeichen ist hinten, ja. Peinlich. Ich finde das so unsinnig, dass sie den Motor anmachen müssen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so quatschig. Okay. Haben Sie es importiert, das Fahrzeug, oder haben Sie es bei einem Autohändler gekauft? Nee, es ist importiert, also ist von Cyprus. Okay. Was ist das nochmal für ein Fahrzeug? Ein Rumpo? Rumpo Custom. R-U-M-P-O. Mhm. Und dann Custom. Custom, okay. Wissen Sie auch, was das für ein Fahrzeughersteller ist, zufällig? Boah, müsste ich mal auf Venture gucken, Moment. Der ist von Bravado. Warte, okay. Mhm. Warte, okay. Habe ich mir so aufgeschrieben. Meine Kollegin gerade, Moment. Mhm. Ob es angegangen ist oder nicht und so, macht man einmal kurz an, hört es, sieht es und dann passt es soweit. Okay. No. Wenn ich es vorher gerade zum Kollegen gehört haben, sie haben das importiert. Genau. Man hat auch am Mittwochabend, wir waren recht spät da, noch versucht, Cyprus zu erreichen bezüglich Bestätigung von den anderen Fahrzeugen. Der Herr Bode war das, glaube ich, hatte da, glaube ich, niemanden erreicht an dem Abend. Ja, vielleicht kann man dann alles zusammen abhandeln, wenn sie heute irgendjemanden erreichen. Okay. Dann einfach die Standardbelehrung. Klar, wenn es jetzt ins RDP eingeführt wird, das Fahrzeug, dann kann es natürlich auch noch wieder rausgekauft werden aus dem System. Ja, klar. Klar sein. Mhm. Oh, also nichts Schenkung oder so. Mhm. Okay, dann Name, Fahrzeug, das Modell. Okay, dann. Genau, es ist die Frage, ist die Frage, ob ich nochmal mit reinkommen muss, weil die Bezahlung würde ich dann auf die Rechnung schreiben. Nämlich die nächste Frage noch gewesen, dann trage ich mir das ein. Ja, genau. Rechnung. Muss ja dann Ende des Monats. Mhm. Okay, nee, also ich lehne es mal kurz nach Kollegen rüber, aber sonst soweit, das sind alle Infos eigentlich soweit da. Genau. Die haben auch mal aufgeschrieben, was das für ein Fahrzeugmodell ist und welche Hersteller es ist. Da müssen Sie jetzt nicht zwingen nochmal mit, dann haben wir soweit alles und dann passt es soweit. Prima, okay, super. Dann vielen lieben Dank und dann ja, warten wir mal, dass es im RDP quasi eintragbar ist. Ja, kann ein paar Tage dauern, aber soll es Ende der Woche immer noch nicht drin sein, dann einfach nochmal anrufen bei uns. Ja, machen wir. Alles klar. Super, dann vielen lieben Dank, ja. Gerne, dann kann man so was Gutes für Sie tun, oder was ist soweit? Nee, das war es soweit erstmal. Ja, dann perfekt. Dann viel Spaß mit Ihrem Rumpo. Danke, Rumpo, wie wir ihn gerne nennen. Passen Sie gut auf sich auf. Dankeschön, gleichfalls. Ciao. Interessantes Fahrzeug jedenfalls. Ne? Ja. Das ist es auf jeden Fall, ja. Wird für unseren Campervan-Verleih genutzt. Also Kann... gut, dann macht es natürlich wieder Sinn. Ja, ne? Ja. Sieht ein bisschen wie Safari aus. Ja, ist auch für besondere Expeditionen gedacht, sagen wir mal so. Okay. Gut. Alles klar. Ja, dann Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön, gleichfalls. Danke. Ciao. Tschüss. Nee, Jungs, wir müssen gleich nochmal her, bitte. Oh. Ihre Schlappen haben sich irgendwie angehört, als ob sie Badeschlappen anhat, oder? Weil Viertel nach treffe ich hier diesen Typen, der das Auto abkauft, dann ist es auch direkt gegessen. Oh, geil, okay. Oh, nice. Oh, Jason, wir haben geguckt, der Journey passt in den Showroom rein von der Höhe. Nice. Das ist richtig cool, ne? Okay. Weiß nicht, was ich dazu... Ich hab hier von gestern noch was liegen gehabt. Ich liebe es. Ja, in deinem Krankheitszustand erwarte ich auch gar nicht mehr was? Mehr Reaktionen. Nö. Wow. Er macht einfach diesen Helikopter.
Ey, wow, was ist das denn, ey? Okay, stark. Okay, was machen wir jetzt? Es lohnt sich ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Ja, ja, zwischendrin meine ich jetzt. Ja, nee, lasst uns bitte einfach zu unserer Wohnung fahren, das Auto holen. Oh, ey, achso, jo. Was mir noch eingefallen ist, wir können heute rein theoretisch auch mal ein Foto von den beiden Unternehmen machen. Das sollten wir vielleicht. Ah, oder mache ich das morgen vielleicht, wenn es hell ist, für Venture Sites, ist ja? Ein Tageslicht wahrscheinlich keiner. Dunkeln ist scheiße. Weil das checken die Leute dann noch weniger, weil du ja, weißt, alles true, im true, Dunkeln. Ey, lass mal Mikes Auto auch verkaufen, oder? Ja, ich würde ihm da jetzt noch eine Frist von 10 Tagen geben und dann ist das Ding weg. Ah, ist auch mündlich mitgeteilt, würde ich mal sagen. Ja, ist halt, ne? Ja, wenn gut ist, ist gut. Halt, ne? So. Ja. Entschuldigung, ich habe mal was zu dieser. Hab's akustisch nicht verstanden. Hallo? Ich sagte, wir nutzen das einfach zum Ausgleich seiner Schulden bei mir. Ja, ja, bei mir auch. Wo steht denn das Auto überhaupt? Sind wir gerade dran vorbei? Achso, der Sultan. Hä, wo ist denn der? Keine Ahnung. Steht der vorne? Ne, oder? Ja, natürlich nice. Geklaut worden. Hä, der ist hinten gestanden. Vielleicht ist er abgeschleppt worden auf dem. Boah. Nee, da hätte ich eine Benachrichtigung bekommen. Fahr nochmal nach hinten, bitte. Hä? Aber ich meine auch, der stand unten, da wo der Tempest ja. und so war, ne? Sonst Fahrkursflug, bitte. Ey, Lion, was geht ab? Wir haben nur den Rumpo eintragen lassen, das hast du verpasst. Ja, hier links stand der. Fahr mal Flughafen bitte kurz. Ja. Ey, Micha, vielen, vielen Dank. Danke, sehr gütig. Wer ist Dings? Wer ist denn Micha? Hast du nicht gerade hier im Radio gehört? Nee. Doch, das war so eine Spendenaktion gerade. Ach so? Okay, danke dir, Micha. Also. Ich hatte einen Stein getroffen im Kopf, glaube ich. Ich höre Stimmen. Denn kennst du das, wenn die Stimmen zu laut werden? Ja, weiß ich nicht. Also eben noch meinen Drogenkonsum anprangern, weißt du? Ich glaube, ich brauche auch was. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig. Das kann ich arrangieren, also. Ich muss mich nur 5 Minuten an den Stadtpark setzen. Auch so einen Kauf noch, wo man hat. Ich glaube, wenn du das machst, sage ich ganz ehrlich, ich glaube, dann willst du eher mehr, weil die ganzen Idioten hier chillen. Also irgendeine Tür hier regt mich gerade über auf. Ja, das ist aber Mann. Nee. Ruhe, Micha. Also danke dir. Hui, 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 hui. Rika, du kannst von ihm fahren, die Tür. Okay. Die ist ein bisschen rangezogen wieder. Vielleicht ist das seine Tür im Klappen. Hast doch gesehen, dass ich das kann. Natürlich kannst du, aber solltest du vielleicht. Zum Flughafen fahr ich jetzt weiter geradeaus, oder? Nee, du fährst rechts hier runter. Ey, der verbraucht so unendlich viel, ne? Wirklich? Ja, der hat nach 10 Meilen schon 2 Striche weg. Das Diesel oder ist das Benzin? Habe ich noch nicht gecheckt. Das ist ja natürlich. Kerosin. Ja, Kerosin. Das ist reinstes Öl. Hier, wenn das Auto jetzt weg ist, raste ich aus, ne? Ich überleg mal, ey. Endlich ein Käufer gefunden. Kann's. Dann geklaut. Ja, das Auto ist weg. Digga, das wäre so schön, wieder mal ein bisschen mehr Cash zu haben. Damit kann ich mir dann direkt einen Rumpo kaufen. Der Junge hat große Träume. Ja. Ein Dingens wäre auch geil gewesen, ich hab vergessen, wie der heißt. Ne? Kann ich hier links rein? Ja. Mach einfach. Mach einfach. Ja, doch, ja. Ich sag immer, wo kann ich drüber kein Kläger. Nee, ja, doch. Ja, die Schilder zeigen ja alle in die Richtung, ja. Du zeigst in die Richtung. Okay. Lass mich nur mal schauen, ob der das überhaupt hier hat. Ich mach Motor aus. Ich geh mal schnell Pisch. Ja, West ist übrigens deine Tür, ne? Oh, ja, okay.
Digga, was machst du? Mann, hört doch auf, Leute. Was für Clip. Kann jedem mal passieren. Lösch den Clip direkt. Spaß. Ah, ein Glück. Digga, ich dachte, ich war gerade auch schon. Ehrlicherweise tut es mir ein bisschen leid, den abzugeben. Ich finde, der hat über einen geilen Motorsound. Ja, aber der Drafter ja, auch. Ja, aber das ist halt ein Viersitzer. Ja, schon. Na gut, aber du bist den halt echt nie gefahren, ne? Nee, ist auch gar nicht. Ich bin den wirklich nie gefahren. Okay, dann lass mal so machen, dann fahren wir gleich zum Casa, treffen wir uns einfach da. Ja, ich fahr sonst, soll ich schon mal vorfahren sonst einfach? Oder? Ja, mach schon mal. Okay, also okay, bis gleich. Junge, ey. Junge, also Micha, vielen Dank. Ey, ich werde es nie wieder sagen können. Und ey, glaubt's mir oder nicht, wie ich fertig gesprochen habe mit Micha, vielen, vielen Dank, habe ich einfach direkt unten auf die Anzeige geguckt und habe gesehen, dass ich nicht muted war. Und es verwirrt mich einfach immer des Todes, ich zeig's euch hier mit der Maus, dass hier dieses Symbol, das ist ja quasi neu dazugekommen, als die Navigationssysteme eingeführt wurden. Das sieht einfach aus dem Augenwinkel aus wie dieses Symbol. Und dann denke ich mir, wenn ich so mache, dass ich halt einfach gemutet bin. Und das zerreißt mich immer. Das zerreißt mich. Ja, so ist es, würde ich sagen. Aha, da ist er. Jo. Jo. Er ist schon mal vorgefahren. Naja. Also wirklich... Verbrauch ist schlimm. Gibt's beim Casa einen Automaten? Nee, da bei den Parkhäusern. Na, dann lass da mal direkt hinfahren. Ich würde mal kurz gucken, ob die Transferleistungen nachgezahlt wurden. Lustiger Stream-Moment. Ja, ey. Ey, sowas ist so scheiße, ehrlich. Und das war ja noch nicht mal irgendwie... Normalerweise kann man das im RP vielleicht ein bisschen verkaufen, so. Aber so... Ey, danke Micha, sehr, sehr gütig von dir. Also, ey, wie willst du das? Da musst du einfach sagen, okay, meiner. Bümpel, kannst du mal gucken, ob du die Dateien bekommen hast, die ich dir geschickt habe zu den Lackierungen? Ja. Ja, habe ich. Also Journey ist halt geil. Ja, der sieht richtig gut aus. Die Frage ist, ist es mit den Rumpos in Ordnung? Also den blauen Rumpo finde ich richtig geil, weil der so dezent ist. Ja, ja. Aber bei dem Orangen habe ich ein bisschen Angst, dass es so Paradise-mäßig wirkt, weißt du? Ja, sonst probiert doch mal irgend so ein Grün aus, so. Ist ja auch so ein Offroader, vielleicht ist Grün in so ein, oder Grün oder Braun, irgendwie sowas. Ist auch eine Idee. Okay, das war der hier, Hunde. Ich habe noch so viele Sachen im Kopf, die wir erledigen müssen, ne? Alleine auch so mit den Rangern mal sprechen zu irgendwie... Oder auch so auf der Insel rumfahren und Spots mal so abklappern, weißt du? Ja, safe. Habe ich halt auch richtig Bock drauf. Kann man ja mal machen. Tach. Guck mal, ey, was sind das denn für Hunde? Also kennen die STVO nicht oder was? Also... Hauptsache jetzt hier nicht auf Krampf irgendeine allgemeine Personenkontrolle. Naja, muss jetzt rechts, ja, ne? Ja. Ja, das ist noch eine weitergekommen, aber passt.
Schüttel die ab. Nö. Aha, Junge. Haben Angst gehabt. Kennen das Auto nicht. Irgendwelche Schieber. Schieber. Oh, da lassen wir mal die Finger davon. Wir sind nur Aspiranten. Das Eisen ist mir zu heiß. Nee, zu heiß. Gibt das echt so eine arme Seele, die so ein Auto kauft? Ne? Ich finde das ja hässlich wie nichts anderes. Vier Verbandskästen da drin. Und Stan, schau, ich habe ein Geschenk für dich. Das habe ich gefunden. Nice. Soll ich mal aufmachen, dann reichen wir schon rum oder was? Ja, kannst du machen. Ich hab mir gedacht, das ist was für dich so. Ja, ich schraub mal den Deckel ab. Schrauben ist ja Freitag, ne? Ist ja Freitag. Ist, Bro, ich könnte dir heute nicht sagen, welcher Tag ist, ne? Haben wir Mails im Invictus Postfach? Hab ehrlicherweise nicht geschaut. Okay. Aber wir haben wieder Zeug zum Abarbeiten da. Weil der Rumpo Custom hat 15 gekostet. Aber ist doch ein sehr guter Preis, oder? Also, ja, verglichen zu dem, was man kriegt, ist es übel geil. Richtig. Weil ich check nicht, ich fand eigentlich alle Fahrzeuge, die du bestellt hast, natürlich die Summe macht das dann, ja. Mhm. Ich fand, die waren alle sehr kostengünstig. Ja, es hat uns sehr in die Karten gespielt, dass wir halt einfach einen gesunden Pool uns aufbauen konnten, ne? Mhm. Das ist halt geil. Und das Wichtige ist ja, dass der Showroom nicht direkt so komplett leer ist, wenn man mal zwei Buchungen hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist halt das. Das finde ich immer voll räudig. Okay, dann mache ich mal kurz die Bestellung dann von dem anderen Umpo dann fertig, oder? Und bö. Sind wir uns einig. Wobei, ich bin mir halt immer noch nicht sicher, wollen wir erstmal abwarten, was dann auch noch so die Lackierung und so kosten? Ja, lass lieber abwarten. Okay. Ja, ist ja nur vernünftig, ne? Nee, ja, auch mit Dingen. Ich habe da ja Nachfrage, wenn die Leute den nicht benutzen. Ich meine, okay, dann benutzen wir den halt so als Firmenfahrzeug, aber. Ja. Wenn du dann halt noch einen zweiten hast und der wird nicht benutzt, dann ist halt scheiße, ne? Ja, das stimmt. Das hatten wir uns ja auch bei dem Surfer gedacht, ja. Ja, gucken wir mal. Hey, okay, wo bist du denn jetzt? Na. Eine Minute später. Nee, wir haben eigentlich gesagt zwischen 15 und 20. Ah, okay. Hey. Wo ist der denn jetzt? Ja, ich muss davor, ich hätte mich fast dribbeln lassen, ich hätte ihm das fast direkt überschrieben, der muss davor noch mit Bankomat gehen und Geld überweisen, sonst passiert ja gar nichts. Ich behalte mir einfach einen Zweitschlüssel. Ich behalte mir einfach einen Zweitschlüssel, Digga. Smart. Nee, ich habe keinen Zweitschlüssel für den. Smart, sagt er. Ja, und dann machen wir mit dem hin und wieder so Straftaten. Kann uns keiner erwischen dann. Das ist smart, ja. Ja. Ich habe auch noch was da drin gefunden. Ich habe Dogtags in dem Auto gefunden. Was steht da drauf? Mein Geburtsdatum. Und das hat mir Mike for real mal geschenkt. Oh. Jetzt wird's weiterverkauft. Nee, die habe ich rausgenommen. Da steht mein Geburtsdatum drauf. What the fuck? Ich habe so ein richtig ekelhaftes Post-it gerade in meiner Tasche gefunden. Schau mal. Ey, und noch was. Ey, Digga, ich habe auch einen Notizblock-Dingens. Schau mal. Ey, weißt du, warte mal, stand das? Warte mal, wo, von wo kam der Post-it? Weiß nicht. Weil ich habe neulich mit so einem Auto. Junge, was ist mit das so einem Typen denn? Geredet. Wir haben ihr Fahrzeug vorsichtig in den Wagenbord geschoben. Ja, so ein Spielsinn, Digga. Richtig seriös. Mixer. Crazy. Ist auch sehr effizient, mit zwei Autos mit zwei Leuten zu fahren. Hey, Trimmer, ne, ich glaube, die kaufen das Auto nicht. Die sehen nicht so aus.
Die kaufen es, damit sie zu zweit drei Autos haben. Ja gut, aber überleg doch mal, wie viele Autos wir haben. Ja, aber wir fahren wenigstens zusammen. Ja, wie eines haben wir zu dritt? Ja. Bist du dumm? Nee, jeder. Ja, ich hab, ja, nee. Ich hab halt alleine drei. Ja, ist auch so dumm eigentlich, ne, wenn man mal so überlegt, ey. Ja, schon, ja. Aber ich habe gar keins, aber ich bin sehr froh, Jason, dass du mir den Drafter geliehen hast. Ja, schau, ich habe 2,5. Zwei. Ja, also wie das Universum will, hat Bennys natürlich zu. Aber ACLS kann es auch machen, oder? Ja. Können die auch Lackierung? Ja, ja. Ackels. Ackels. Könnt ihr den Rümpel machen? Oh, was sehe ich denn da? Das ist ein Rümpel. Das ist ein Rümpel-Custom. Ist das nicht sogar ein Custom? Ja, ja, ja. Wofür steht Custom? Für... Heißt eigentlich gar nicht Custom, das heißt Carsten. Carsten Stahl. Ja, wofür steht ich Custom? Ich bin Carsten Stahl. Ja, dass er customizable ist. Ja, und die anderen nicht? Was ist denn da der Unterschied? Wie die anderen nicht? Also ja, nicht so sehr. Dann scheint es ja auch einen normalen Rumpo zu geben, aber wo es gibt auch einen normalen Rumpo, ja. Der liegt aber tiefer, hat nicht so einen Kuhfänger. Der sieht, glaube ich, aus wie der Paradise. Ja, Digga, was das für eine Frage ist denn? Also wirklich, verstehe ich gar nicht. Hä? Soll ich den jetzt mal anrufen und sagen, ich wäre da? Oder? Ja, es ist 20 nach, ja. Vergesst nicht, deinen Sultan in Fluchtrichtung zu parken. Telefon. Jo, wunderschön. Ich sehe da einen am Eingang. Okay, tschüss. Ich bin gerade mit denen gelabert. Ja, warte mal kurz. Digga, der meint, hier ist keiner vom Casa da. Wie? Hä? Dann solltet ihr schon mal das Geld geben. War doch gerade noch da, oder? Ja. Ist nicht erreichbar, Digga. Oh, wie die mich gefragt haben, ob sie mal noch was für mich tun können. Das war deren letzter Auftrag einfach. Mary Weser. Na? Wesley? Hey. Wer sagt, komm mal mit, weil er Angst hat? Naja, ich würde nicht sagen, dass er I ist. Ich würde eher sagen, dass wir I sind, ihm so hinterher zu dackeln. Digga, was ist da? Was sind das für Uhr? Da ist es schon wieder richtig räudig. Oh, das ist safe, der mit dem. Der sieht auch so richtig aus wie so einer, der ein Sultan fährt. Ja, ist so. Das ist einfach so richtig Copy-Paste von Jason. Die reden jetzt beide so. Und wie lange hast du den Sultan schon? Nur der hat so einen geilen Sound. Kommst du auch aus Miami? Aus Miami? Das ist krass. Schade, dass er keine so starren Schuhe von Deichmann hat. Aber so auf böser Bruder, so in schwarz alles. Das ist geil. Junge. Willst du auch fluppen? Wird es dich, wenn ich eine rauche? Ah, aber jetzt habe ich hier so Kokain in der Tasche. Ist doch nicht schlimm. Ey, die machen jetzt hier Feierabend. So, Zapfenstreich. Zur Info für euch, derzeit hat das Casa zu wegen Mitarbeiterbesprechung. Das kann 30 Minuten dauern, es könnte in den nächsten 5 Minuten vorbei sein, es könnte auch eine Stunde dauern. Können Sie nicht kurz fragen, ob Sie ein Auto umtragen können? Das dauert 5 Minuten für die. Boah, ist gerade ganz schwierig. Ja, der ist gar nicht auf den Sultan. Sollten Sie nicht Öffnungszeit machen, ne? Mitarbeiterbesprechung kann man auch außerhalb der Öffnungszeit machen. Absolute Sauerei. Aber ist nicht Ihre Schuld, Sie stehen nur hier und machen. Sag auch was. Alles gut. Ne? Kommen wir später wieder. Sauerei. Alles klar. Können Sie den netten Herren und Damen da drin vielleicht sagen, dass Sie dann irgendwas posten können, dass Sie wieder offen haben? Weil ich fahre jetzt wie so ein Vollidiot alle 10 Minuten hier vorbei und schaue, ob das fertig ist. So ein Vollidiot. Dankeschön. Perfekt, Dankeschön, ja. Wer von den beiden hat gerade geredet?
Wenn Ihnen soweit erstmal noch einen schönen Abend. Das mit dem Vollidiot liegt aber nicht an dem alle 10 Minuten vorbeifahren. Ja gut, das ist ein bisschen ass. Der andere jetzt auch so, ja, das finde ich auch, das ist ass. Was wir sonst machen können. Das ist doch wirklich ein Scheiß. Es reiht auch noch so die ganze Zeit rum, so, ja, was wir auch noch machen könnten. Ihr gebt mir einfach das Geld und ich gebe euch den Schlüssel. Obwohl, das schlägt er jetzt bestimmt vor, ist eigentlich gar nicht so dumm. Wenn jetzt einfach schon mal Schlüsselübergabe und dann die Umtragung ist einfach dann im Kasal später, weißt du? Naja, safe. Ist ja nicht unüblich so. Nö. Nee. Okay, was sagst du? Was sollen wir jetzt als erstes machen? Ja, ne? Die hat auch so gesagt, so, kurze Info. Das Kassa hat jetzt erst einmal geschlossen. Eine Mitarbeiterbesprechung. Also ist die Frage, gehen wir zum ACLS? Oder klappern wir jetzt erstmal, bringen wir die Fahrzeuge erstmal ins Dings, oder? In Showroom, in Sicherheit. Oder wir fahren halt, warte mal, wir müssen eigentlich, lass uns mal mit drei von unseren Fahrzeugen direkt zum ACLS. Und dann gucken wir uns die nacheinander an und lassen mindestens schon mal die drei dort stehen. Wenn wir danach noch Zeit haben, holen wir das vierte. Ja, die haben Mitarbeiter gesprochen, diese Wichser. Ja, wir haben es gehört. So. Okay, hast du dich irgendwie mit ihm geeinigt? Macht ihr irgendwie was? Ja, wir haben jetzt gesagt, ich hätte sonst gesagt, wir sollen mir das überweisen, ich gebe ihm die Schlüssel und ich mach das dann. Ja. Er meint, ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach gesagt, wir rufen so eine halbe, dreiviertel Stunde hier einfach nochmal durch. Mhm. Und dann machen wir das halt auch spontan. Ne? Dann lasse ich den Wagen hier auch stehen und wir können dabei noch was anderes machen. Ja, okay. Dann lass uns Folgendes machen. Lass uns den Rumpo nehmen und zwei andere Fahrzeuge. Die habe ich hier nebendran in dieses Parkhaus gestellt im Erdgeschoss. Und lass uns schon mal zu ACLS die wenigstens schon mal lackieren lassen, oder? Ja, können wir machen. Okay, dann lass mal alle zusammen zum Parkhaus fahren, dann gebe ich euch die Schlüssel. Geil, dann sind die wenigstens schon mal erstmal weg, dann gucken wir, wie lange das dauert, bis wir Farbe ausgesucht haben und so. Und vielleicht kriegen wir dann noch die zwei anderen Fahrzeuge dann auch direkt abgeladen. Dann können die machen, wie sie wollen, übers Wochenende bis Mittwoch. Keine Ahnung, wie lange die brauchen. Wolftage brauchen wir. Ups. Nee. Ey, geil. Was denn? Nee, ich will das gar nicht. Hey, was? Doch so, das voll geht das, ja so nicht. Ist doch voll das geile, so. Ist doch voll das geile Gefühl, so. So ein Family-Band-Charakter. Ja, ich stelle jetzt nochmal die Frage in den Raum, wie kriegen wir jetzt die Gewissheit, dass in den Journey wirklich 6 Leute reinpassen? Wir probieren einfach gleich bei ACLS aus. Ackels. Wie kann ich mit dem Ding ins Raum, bitte? Mit dem Surfer hier links? Also links ist der Surfer, ne? Links ist Journey. Also der kleine ist Surfer, ja. Ja, den würde ich gerne mal fahren. Okay, warte. Surfer. Eieieiei, na gut. Ach, gut. Okay, dann. Du solltest vorfahren, weil du findest da sicher nicht hin, ne? Nö. Ist ein Punkt, ja, ist ein Punkt. Hab ich den Journey, ne? Ja, du musst mal gucken, welcher. Ist jetzt ein bisschen RIP. Ey, wenn es nicht der ist, dann. Dann spuck ich. Sieht so dumm aus, wenn man in diesem Auto sitzt, ne? Aber normale Hupe. Hey, Junge. I wish, Monty. I wish. Aber ich find's voll geil, dass wir ein Business haben auf dem Server, was einfach
komplett neu ist, was kein anderer hat. Weißt du, was ich meine? Was ist auch so, ja, es gab schon mal einen Camperverleih, aber ich, also noch nie mit so exklusiven Fahrzeugen. Wisst ihr? Ja? Hast du nicht ACLS? Ja. Ja, Digga, wo fahrt ihr denn hin? Wir fahren hier am Pier runter und dann wahrscheinlich am PD oder so. Ich weiß nicht, wie er fährt. Was fragst du mich? Ah, gut. Warte mal, ich guck mal, wo er abbiegt. Hm, ausgelegt. Das ist krass, ne? Der hat so einen heftigen Spritverbrauch. Aber das Ding ist halt so geil, wenn du mal an deinem Stellplatz stehst, dann machst du die Tür auf einfach. Das ist so geil, wie Stander parkt. Digga, wie frech war das? Digga, dieser Journey hat da wirklich so Schubkarrenreifen, ne? So, schauen wir mal. Kloppen sich gleich wieder. Ja, ja. War schon am Anfang des Abends. War schon fast am Eskalieren am Parkplatz. Auf einem Camper treffe das. Auf Tempo kommt, Junge. Ja, Junge. Bin noch ein bisschen los gefahren am Anfang. Was redet der Typ von Camper treff, Junge? Ja. Yeah. Der wollte immer aufs Maul hauen. Ja, bitte. Ja, das kann er hier gut. Ah, Junge. Ey, es stand doch, dass der auf hat. Was haben die für eine Nummer? Ich mach grad ein Foto, ne? Ja, lass ihn doch. War ein geiles Auto. Ey, du Schwanz. ACLS. 777. Und nochmal 777. Steht da wirklich 777 oder hast du das jetzt einfach nur gesehen? Ja, die haben 6x die 7. Der ACLS, Kudirka, guten Abend. Hallo, yes. Guten Abend, Codes hier. Sagen Sie, haben Sie auf? Bitte? Ob Sie auf haben? Ja, wir haben auf, aber wir sind gerade bei der Abschleppung. Okay, also 10, 15 Minuten. Ja, okay, dann warten wir jetzt keinen. Ist kein Problem. Alles klar, dann warten wir. Gut. Bis dann, ciao. Bis gleich, ciao. Wir sind gerade auf einer Abschleppung. Gib dir gleich mal eine Abschleppung. Gib dir eine Abschleppung. Ach, das ist groß. Werbung ist wichtig, auch bei denen. Wir können eigentlich mal gucken, ob gastromäßig irgendjemand am Start ist. So, was hatten wir hier? Fahrzeugmail, ja, gut, okay, das warten wir erstmal ab, was das Tuning kostet, Trockenessen, ja, ich bin doch gerade noch im Ding. Also Genki brauchen wir, Ellie Wurstpumpe. Genki, Ellie Wurstpumpe. Ey, ihr dürft es nicht so inflationär benutzen. Ihr dürft es nur benutzen, wenn ich es wirklich, wenn man wirklich gerade nichts sieht. Ellie Genki Wurstpumpe. Ellie Genki Wurstpumpe. Naja. Sag mal, mit wem redest du?
Danke, Mika. Mit mir selbst, weil ich mir was merken muss. Okay. Ellie, Genki, Wurstbombe. Ne, hat nix auf. Nur die Zeche. Aber. Digga, eigentlich so ein LKW-Zugdingens auch cool irgendwie. Umbauen auf Camp. Hey, du kannst da drin ja auch schlafen. Ja, das ist richtig gemütlich, Alter. Wo weißt du das? Boah, Dokus gesehen. Und Simulatoren gespielt. Dokus gesehen ist crazy. Ich find's immer noch krass, wie die da drüben bei dem Speedo Custom YK-Design da ihr eigenes Logo da so reingesneakt haben. Ja. Ja, und dieses Auto, was die haben, das ist so eine richtige Gangsterkiste, gell? Ey, willst du mich eigentlich jetzt gerade verarschen? Das habe ich schon voll oft gesagt und ihr sagtet, nee, das ist voll die Familienkutsche, Digga. Ja, der sieht auch über scheiße aus. Hey, weißt du, wie viele Autos davon ich bei Unicars an so Leute verkauft habe? Ja, guck mal, das ist voll günstig, Mann. Lass mal mit 6 Leuten zusammenlegen. Lass mal mit 6 Leuten zusammenlegen. Jeder so ein 60er. 60er, keiner sagt das, wirklich keiner. Hä? Das ist gelogen, weil mindestens sag ich. 50er verstehe ich, ein 10er verstehe ich auch, 20er auch noch. Ja, das ist doch der Gag von diesen Schein-Dingen abzuweichen. Nein, der meint das ernst. Ja, schon. Du checkst das halt nicht, er meint das halt voll ernst. Aber was sagt man denn sonst? Weiß ich nicht, aber das sagt ja, man ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, du ist es noch einer, halt könnte sein, ja. Nee, voll nicht. Man sagt doch 60er, 70er, 65er, das ist doch voll normal. Kannst du mir mal einen 65er rübergeben? Nee, das jetzt das vielleicht nicht. Das hört sich doch beschissen an. Nö. Dann vielleicht Leute, die einen Sprachfehler oder einen anderen Fehler haben. Jeder einen 42-50er. Jetzt haben wir eigentlich im Parkhaus nur noch den Journey stehen, ne? 4 Autos waren das. Ne, den Paradise, aber den müssen wir ja nicht lackieren. Die anderen hast du alle schon angemeldet, oder? Ja, die sind aber noch nicht im RDP, ja. RDP. Ja, das heißt... RDP mal mit so einem sächsischen Akzent? Ich kann das nicht. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch darauf warten, dann bringen wir die zur Lackierung, warten da drauf und parallel warten wir auf die Agentur. Nur noch warten wieder. Man hat mal so 2-3 Tage voll was zu tun, ist auch viel zu viel. Und dann muss man wieder eine Woche warten. Du musst eine Woche warten. Ja, richtig. Eine Woche warten. Stan, wie gesagt, der Auftrag ist in Planung. Wir haben Ihnen das auch so mitgeteilt. Oh, Digga, die Mails war so frech, ey. Sag mal, haben die jetzt eigentlich bei dem Dingens am Strand noch ein Tor dazu geballert? Nee, oder? Nee, kriegen wir auch nicht. Oh, cool. Ja. Hey, komm, ich geh jetzt mal ganz frech da rein einfach und melde uns schon mal an. Sonst kommen hier die nächsten. Oh, vielleicht mach ich's doch nicht. Nee, kriegen wir nicht. Wieso nicht? Ja, das würde das Bild vom Vespucci Beach verunstalten. Sag mal, sehen meine Haare eigentlich? Habe ich Haarausfall? Ein gutes Argument ist, die wollen da jetzt nicht zu viel Arbeit in den Standort reinstecken, weil das ja eigentlich ein öffentlicher Platz ist. Hallo. Und die uns damit halt Zeit und Geld ersparen wollen. Aber ja, und sich natürlich auch, weil sie das halt nicht wieder zurückbauen wollen dann. Ist richtig Zeit und Kosten auch, wenn ich da natürlich so ein kleines Tor hinzuballen. Ja, du, musst du mir nicht sagen, ne? Idioten. Ja. Hallo. Hi. Wir hätten einmal 3 Fahrzeuge für eine Firma, die wir gerne mit Lack und Folien mal bestücken lassen wollen. Da würden wir uns die... Und Leder. Genau, und Leder. Die 3 Fahrzeuge hier, die würden wir uns gerne mal anschauen, so was man damit machen kann. Okay. Können wir gerne machen. Ich würde von dem einen Herrn noch schnell das Auto rausgeben. Du hast nur zur Abholung da. Das geht ganz schnell und dann bin ich gleich bei euch. Okay, passt. Bis gleich. Bis gleich. Ich habe irgendwo auf dem Discord gelesen. So
elendig lange dauern. Nee, ich habe eine Vorstellung schon. Ich habe die euch ja per Bluetooth geschickt. Ey, Wes, bitte. Das habe ich mir nicht angeschaut. Du musst durchgreifen, wenn er sagt, hier, lass mich mal was. Lassen Sie mich mal kurz was. Lass mich. Ich habe da eine Idee. Warten Sie. Aber willst du nur Fun machen oder so? Oder willst du bei zum Beispiel im Rumpo noch irgendwas anderes drauf? Nee, ich habe. Der Rümpe. Also, Rumpo finde ich so eigentlich geil, wie er ist. Also den will ich. Man da noch machen kann, ne? Ja. Wenn aber wir Zeit haben, können wir da nochmal gucken. Aber beim Surfer will ich auf jeden Fall das. Der hat noch so einen Gepäckträger, wo man noch so ein Surfbrett draufpacken kann. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Surfbrett? Mhm. Cool. Kann man direkt mitverleihen. Direkt nochmal ein 500er. Das geht aber nicht ab. Das Hä? Wieso? Wieso? Das würde so eine Spanngurte dran. Können Sie für einen 360er dazu haben? Das war ja. Kann das sehen. War ja ein Joke mit dem Dingens. Mhm. Mit der Deko. Ja, nee, aber ansonsten beim Journey geht, glaube ich, auch nicht viel. Ja, ne, du. Aber die Frage ist, Jason, ich habe schon Stan gesagt, ich hatte so ein Katalogbild gesehen vom Rumpo, der ist in so einem Blau ungefähr wie deine Jacke eigentlich. Und wir wollten ja so ein bisschen in diesem Himmel, Sonne, Wasser irgendwie so bleiben. Ich habe aber ein bisschen Sorge, dass es so ein bisschen Paradise-mäßig aussehen könnte, so ein gelbliches Ding, weißt du? Als Dan gesagt, dass man den Rumpo vielleicht in so einem grünen, dunkelgrünen Waldton irgendwie macht. Was hältst du davon? Ja. Oder so Oliv, Kaki oder so? Dieses Gold, was du da hattest, fand ich nicht so cool. Okay. Also das fand ich ein bisschen drüber, nämlich. Naja, okay. Also, so grün ist schon ja safe. Also Tarnfarbe oder so. Okay. Das ist schon cool, ja. Okay. Was würdet ihr bei dem Surfer machen? Der ist ja auch zweifarbig. Auch mal gucken, ne? Ich weiß nicht, ich fand eigentlich das, wie du es eingeschickt hast, fand ich es eigentlich ganz gut, ne? Okay, ja, der war dann ja auch in so einem Blau wieder eine Jacke. Ist auch ein schicker Wagen, ne? Ist das nicht dieser. Das ist dieser Aloytian, ja. Boah, der ist auch cool tatsächlich. Der ist echt nett, der gefällt mir. Der sieht auch ein bisschen aus wie ein Familienauto von der Seite, ne? Ja. Aber könnte auch so eine geile Highway Patrol sein. Der so ja. 60 Hütchen hinten im Kofferraum. Aber auch nur wegen dem Stoßfänger vorne. Ja. Ist sonst nichts. Der Kuhfänger. Ich hätte übergern so ein Dingens. Ich habe vergessen, wie diese Dreckskarre heißt. Das war auch so ein fettes, also das konnte man nie bestellen. Aber das war so ein wildes Gelände-Offroad-Dingens. Jetzt mir fällt nicht ein, wie das heißt. Diesen Dubster 4x4 oder so. Nein, mit diesen 6 Reihen. Nee, 6x6 ist es doch, oder? Keine Ahnung. Jetzt bin ich ganz für Sie da. Okay, ja, prima. Dann, fahren wir doch einfach einmal rein erstmal, oder? Oder wollen Sie einen reinfahren? Sie wissen eher, wo man hinfährt. Genau, geben Sie mir einfach einen Schlüssel, wo Sie jetzt zuerst schauen wollen. Das liegt jetzt bei Ihnen. Ja. Okay, dann gucken wir uns erstmal den Rumpo an. Das ist der hier vorne an der Zapfsäule steht. Okay, perfekt. Aber nicht zu viel Gas geben, den Sprit zahlen Sie. Er hat sich todeslost an der Tür. Ja. Deshalb habe ich ja schon mal wenigstens was vorbereitet. Ich wollte nicht, wie Stan schon sagt, so, lass mich mal kurz das ausprobieren. Ich glaube, pink mit grün sieht auch gut aus. Da drauf noch ein schicker Perleffekt. Perleffekt. Machen wir die Kippe aus, Digga. Den finde ich cool. Der sieht doch nice aus. Hä, ist das auch ein Aloytian da hinten? Abschließen und dann können wir das schlingen. Was? Schließt uns jetzt hier ein? Ja. Oder nicht, ja. Beginnen nicht zu reptilieren jetzt, Schatz. Was ist denn? Ist da hinten ein Aloytian? Das ist auch so einer. Aber haben die nicht gesagt, dass man den nicht bekleben kann? Was ich gerne hätte? Ein Macho. Was ist denn das, Digga? Musst du mal venturen.
Mensch. Wie heißt er? Camacho. A-A-M-A-C-H-O. Oh jo, oh, bisschen hässlich, aber der kann im Gelände, glaube ich, alles. Ja. Und er ist hässlich. Passt ja zu euch beiden, ne? Nee, da war nicht. Wisst ihr warum? Weil ihr hässlich seid. Ach so, danke. Ja, stimmt. Ja, stimmt, du hast recht. Willst du meinen Notizzettel frei machen? Ja, na klar. Dann kriegen wir das doch alles hin. Mhm. Noch gar nicht viel los für zwei Leute. So. Jetzt alles sind wir ja erstmal da. Gut. Ja, ich bin jetzt beschäftigt. Ja, das ist gut. So, Moment, ich gehe mit meinem Tablet rein. Okay. Jo, genau. Also, wir würden uns da mal so einen... haben Sie diese ganz normalen Standardfarben, die es auch früher gab mit diesen Bezeichnungen, so Mitternachtsblau und sowas? Ich habe das mit Nummern. Okay, jetzt bin ich mir nicht sicher. Also es war auf jeden Fall, es hieß Saxony Blue, also sächsisch blau. Das, ich meine, dass es irgendwas in den 60 war. Also es muss auf jeden Fall bei den Blautönen sein. Ja. Das ist so ähnlich wie die Jacke von meinem Kollegen, dieses so ein tiefes Blau. Ja, schon eher. Komm mal rüber, Jungs. Moment mal, wo ist denn hier... Wie weird ist das denn sortiert? Wo geht denn hier die... Ach da. Das habe ich noch, das habe ich noch, das ist die 62, das habe ich, das ist die 61. Ja, ich glaube eher so bei den Blautönen. Also eher machen wir nochmal... Wolltest du nicht grün machen? Achso, bei dem wollten wir grün, stimmt. Jo, dann vergessen sie alles, was ich gesagt habe. Ja. Jungs, wollen wir matt machen? Nee. Finde ich immer sehr nervig. Okay, also okay. So. Na, dann ist aber schwierig, einen coolen Grünton zu finden. Okay, dann zeigen Sie uns mal, was Sie an Grün haben. Vielleicht so auch in... Ich aber in... Also, die Frage ist, Grün ist ja sehr, sehr breit gefächert. Ich kann jetzt da sowas machen. Das auch gern. Wahrscheinlich. Ja, bitte, lassen Sie sich so anfangen, bitte. Oder die direkt unterbinden. Kann natürlich auch... jegliches Grün. Nee, suchen. Eher so ein Camouflage-Grün. Was Dunkles, was im Wald nicht auffällt. Ja. Gehen Sie mal weiter, geht schon in die richtige Richtung. Ist das jetzt einfach nur ein Farbton, den Sie dunkler machen, oder? Jetzt gerade mache ich ihn dunkler und vorher bin ich noch von ein bisschen weiter ins Bläuliche gegangen, also in die blaue Richtung. Wie gesagt, ich kann den Ton auch blasser machen. Sie können mir auch einen Hexcode geben. Alles. Oh, ich finde es immer so kritisch, an diesem Farbregler da rumzuspielen. Ich kenne halt nur von früher diese ganz normalen Standardfarben. An denen würde ich mich gerne irgendwie orientieren wollen. Also, wissen Sie, was ich meine? Wenn Sie das wollen, dann. Ja, probieren wir einfach mal aus. Wenn ich dann sage, vielleicht die noch ein bisschen heller, dann können wir die ja immer noch versuchen, irgendwie nachzubilden. Okay, grünmäßig habe ich zum Beispiel das hier. Das ist ein dunkles Grün. Oder... Das ist schon sehr dunkel, das ist eher so... Ja, so türkis. Türkis-Richtung, da gibt es auch was Helleres. Was ganz Knalliges. Sie sehen meine Begeisterung. Das Grün habe ich noch. Ich habe noch das Grün. Ja, gehen Sie einfach mal so ein bisschen durch mit dem Regler. Also das sind jetzt, wie gesagt, die vorgefertigten. Das, was ist denn mit sowas, Jungs? Also das ist zwar matt, aber... Ja, das Ding ist, matt ist halt eine sehr pflegeintensive Farbe, ne? So. Ich meine, wenn die Typen damit so offload unterwegs sind... Soll schon so in die Richtung Militär-Camouflage-Grün sein. Ja, genau. Okay, ich probiere mal was, weil das war es tatsächlich von den grünen Tönen. Ich probiere mal was bei mir. Und zwar... Das ist genau das, was der nie wollte. Ich wusste, dass es kommt.
da wäre ich jetzt so in so einer Militärrichtung. Man kann es auch noch weiter ein bisschen ins Grüne gehen, zum Beispiel. Also Metallic sieht es natürlich nicht ganz so militärisch aus. Ja, das ist halt mein Problem so, ja. Deswegen glänzend ist halt glänzend, ne? Ja, aber für ein Showroom ist es halt schon besser, wenn alle glänzend sind, oder? Was sagt ihr? Ja. Oder zum Beispiel. Okay, das ist jetzt ein bisschen hell vermutlich. Ja, wenn sie das nochmal ganz dunkler, ein bisschen noch. Noch? Kein Problem. Wie wird das aussehen? Vielleicht ja, wir noch kommen der Sache auf jeden Fall schon. Ja, also das ist aber, glaube ich, auch so der Basisgrünton, der mir, glaube ich, gefallen würde. Wenn es jetzt noch, glaube ich, ein bisschen dunkler wäre. Ich habe mir das lieber jetzt schon auf, nicht, dass es verloren geht, weil manchmal spinnt das Tablet. So. Sagt ihr beiden? Ja, ist okay. Finde ich gut. Ja. Können Sie es nochmal ein bisschen dunkler? Ja. Also Sie können jetzt quasi dunkel machen, bis schwarz ist, ne? Ja. Okay, dann geben Sie nochmal ein bisschen Kit. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Okay, stopp. Jetzt kommen wir, glaube ich, in die Richtung, wo wir sagen können, ist es das, wenn er dunkler wird, oder wollen wir es eher im Helleren belassen? Sorry. So. Ich finde, glaube ich, dunkler geiler. Also so dann jetzt? Ja, Jason? Ja. Ich glaube, was halt fehlt, sind noch die ein bisschen angedunkelten Scheiben. So für den Effekt, oder? Ja, so ein bisschen, aber nicht zu viel. Ja, es soll keine Gangsterkiste sein, soll ja immer noch ein... Es muss aber halt auch vor Sonne so ein bisschen schützen, wenn man da drin unterwegs ist. Ich habe die Lackierung aufgeschrieben. Ja, das ist sehr gut, ja. Mit der Parallel rausgehen und mal Scheiben reinmachen. Ja, das wäre gut. Aber dann nur vermutlich die 50er und nicht die 75er. Ja. Das ist quasi das Hellste, was wir machen können. Das ist das Hellste. Und das ist das Dunkelste, was wir machen können. Boah, ich sag aber ehrlich, wenn es dunkel ist, dann ist das auch Privatsphäre, ne? Ist vielleicht auch für einen Campervan auch nicht verkehrt. Zeig nochmal. Das ist 50. Das ist 75. Halben würde ich immer voll machen, Bro. Okay, ich gehe mal kurz rum. Geht. Lasst euch Zeit. Können Sie mal jetzt nochmal die 50er machen? Boah. Jetzt nochmal 75. Naja, das muss auf jeden Fall 75 sein. Stan, geh du mal rum. Also ich weiß, meine Meinung zählt nicht so wirklich gerade, aber ich finde das Grün schon cool. Ah, das ist gut. Sie sind ja ein potenzieller Kunde vielleicht später. Ah, ja, ist in Ordnung. Okay. Ja, also dann auf jeden Fall diese beiden Sachen auf jeden Fall schon mal. Okay, schaue ich mit auf. 75%. Scheibentönung. Okay. Jungs, wollt ihr jetzt dann nochmal, oder wollen wir generell jetzt nochmal gucken, was so an dem Auto customizable ist? Ja. Oder interessiert uns das nicht? Also so Stoßstangen oder irgendwie, keine Ahnung, was am Dach vielleicht noch geht oder so, ja. Kann ich euch schon sagen, wird sehr mager. Oh, das ist ja sehr gut für ein Rümpel-Custom. Also ich sehe hier Leistungstuning, ich sehe hier Fahrwerk, so Tieferlegung, ne, aber macht ja nicht wirklich Sinn. Nee. Können Sie den noch höher legen? Nee, leider nicht. Xenon könnten wir halt noch einbauen, kommt jetzt darauf an, wie gut sind die Scheinwerfer, sind die Halogen von Serie aus oder nicht? Ah nee, das ist alles Geldmacherei. Der hat ja oben die Flutlichter. Das stimmt wohl. Scheiben haben wir, Kennzeichen könnte man noch verändern. Felgen und das war's. Felgen also finde ich eigentlich auch so ganz cool. Absolut gar nichts. Okay. Ja, dann würde ich sagen,
haben wir es bei ihm, oder? Jungs, was sagt ihr? Ja. Natürlich noch bestimmte Offroad-Reifen machen, aber wenn das... Nee, das bin ich immer so ein bisschen assi. Wahrscheinlich gehört, sag ich. Okay, wo wären wir denn da preislich erstmal bei diesem Einzelfahrzeug? Also es wird auf jeden Fall ein Auftrag von 4 Fahrzeugen, die sie kriegen. Vielleicht können wir dann am Ende nochmal über einen Gesamtpreis sprechen. Auf jeden Fall. Nochmal kurz die Farbe an. Das wäre jetzt final diese hier. Sehr gut, Micha. Jo. Passt okay. Für mich, Jason, Stan? Ja. Jo. Okay, prima. Dann. Genau. Der Name des Fahrzeugs, was war das? Ein Rumpo Custom. Also R-U-M-P-O. Rumpo. Genau. Ist ein Kleinwagen, wie man sieht. Ja. Ja, sie überlegen jetzt, wo sie es einordnen preislich, ne? Richtig. Ja. Wo liegt denn der so? Preislich? 5000. Nee, also 5000. Nein, wollen wir mal ehrlich sein, der kostet 15. Also wirklich, der kostet wirklich 15. Aber ist halt über Cypress, wir sind ein Unternehmen. Also das ist, wir haben den über Cypress importiert. Genau. Hier sind sie so oder so noch in der günstigsten Preisklasse. Okay. Mit 15. Aber ich vertraue ihnen da, dass sie, also dass der wirklich... Ja, also sie können auch bei Cypress anrufen, so ist nicht. Also. Ich vertraue ihnen. Sehr gut. Okay. Jetzt nur bei dem wären wir bei 1900. Okay, ja, dann halten wir das so erstmal fest und dann würde ich sagen, tauschen wir das Auto, oder? Ja, der Journey dann. Ja, genau. Den Schlüssel hast du ja, genau, stimmt. Ich gebe ihn den schon mal. Genau, wir tauschen einfach die Fahrzeuge aus. Sagen Sie, wo ist denn hier das WC? Bei der blauen Tür, wo Exit drüber steht. Okay, super, danke. Dann bin ich gleich wieder da. Okay. Ja, der arme Jason, der tut mir richtig leid. Er lebt gerade, glaube ich, seinen Fiebertraum hier. Ja. Ich weiß nicht, also so eine Werkstatttermin, ich hasse die, ne? Ich glaube, das ist das Äquivalent zu deinem Anwaltstermin. Nee, also doch. Werkstatttermine gehen wesentlich schneller. Ja, nee. Wenn man so ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt, hat man da selber die Kontrolle. Aber so ein Anwalt, der so einen ganzen Vertrag mit einem aufsetzen will. Ja, nee, der Faktor von der Dauer, den nehme ich jetzt mal raus. Aber weiß ich nicht, also ich habe hier lieber 10 Stunden Anwaltstermin als eine Stunde Mechaniker. Die Frage ist, guck mal, das habe ich mich schon so oft gefragt. Was unterscheidet denn diese früheren Farbcodes zu diesen Reglern jetzt? Also, ich check bitte, das waren doch genug Farben. Sowas. Nord, wir brauchen 160 Millionen verschiedene Farben. 160 Millionen ist krass. Ja, wir. Jo, na gut. So. Da können... Journey. Genau, Journey 2, ja. Da können wir es, glaube ich, relativ kurz machen. Also ich bin mir nicht sicher, wie man diesen schwarzen Strich an der Seite wegkriegt, weil ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen zum Interior passt, wissen Sie? Darf man hier drin einen rauchen? Nein. Genau, also grober Plan ist auf jeden Fall diesen schwarzen Streifen weg, Basisfarbe ja. Weiß und dann... Ah,
Ist Sekundärfarbe oder? Er ist Innenraumfarbe. Innenraum, ja, okay. Aber auch so machen. Ja, lass mal nicht machen. Genau, also am besten Basisfarbe komplett weiß, also irgendwie so Eisweiß oder sowas für Sekundär und für Primär. Also oder sie machen das halt mit hier, was ist weiß nochmal? 5x F oder so? 6x F. Ich habe das mal gemerkt, weil F ist wie Feiß. Ah, da brauchen wir jetzt schon mal primär und sekundär, weil das ja, ist jetzt okay. Primär. Mhm. Das heißt, es wird dann preislich auch ein bisschen mehr. Ja, ist ja auch größer, das Fahrzeug macht ja nichts. Oh, das sieht aber dann, so toll aus. Das wäre dann das hier. Genau, diesen Streifen machen sie den auch nochmal weiß, weil ich hatte im Internet hatte ich so eine Folie gesehen, die mit so Wellen war. Und die kommt natürlich nur gut rüber, wenn die Basis halt ganz weiß ist. Ja, das ist. Dann müssen wir vermutlich eine vorgefertigte Farbe hernehmen, da ich vermutlich. Ah? Ja, man sieht es immer noch. Dasselbe. Ja. Willst du da nicht auch lieber so ein Creme-Weiß machen? Von dem Weiß wird man, finde ich, ein bisschen blind. Aber Creme-Weiß ist so alt irgendwie, finde ich. Ja. Jo. Ich schreibe, ne? Guck mal, welches Weiß am nächsten rankommt, und dann nehme ich das für die Primär- und Sekundär auch. Jetzt gehe ich auch mal eben wohin. Jo. Und ich glaube, dass diese hier schon ganz gut ist. Das ist die 134. Ich nochmal zurück. Ja, das sieht auch eher danach aus, dass es nicht so augenkrebsmäßig ist. Und so. Ja, jetzt ja, der Streifen da, weg. Das sieht doch schon besser aus. Aber ist das. Das ist aber trotzdem noch Metallic, ne? Ja. Das ist Metallic, ja. Okay. Genau. Und dann, wie gesagt, gibt es so eine Folie. Wir haben zwei von diesen Fahrzeugen. Einen würden wir gerne, das sind so Wellenoptik. Würden wir gerne einmal mit den blauen Wellen und einmal mit so gelb-orangenen Wellen. Ja. Also das ist eine Folie. Ja. Können Sie die auch drauflegen? Moment. Ja, wart ab, Mike. Wart ab. Das ist ja nur die Basis. Folierungen habe ich hier keine zur Auswahl. Also haben wir nichts. Ja. Okay, das ist natürlich schlecht. Also das ist, es ist aber auch nur für mich jetzt einfach, ist auch nicht so, dass Bennys das hätte, oder? Nee. Okay. Also wir haben von den Teilen und vom Angebot genau das gleiche. Okay. Boah. Nee, da kann ich leider nichts anbieten. Also da müsstet ihr, wenn dann über YK halt, ne? Ja, das... gehen und was Eigenes... Ja, aber das geht ja nicht, weil der Journey keinen. Also es gibt ja nur bestimmte Fahrzeuge, wo die quasi so eine Werbefolie dran machen können. Boah, ja, dann bin ich fast irgendwie dabei. Boah, das kann ich irgendwie nicht glauben. Also gucken Sie gerne selber mal kurz im Internet. Ja. Ja, ist halt ein Camper, Micha. Was willst du machen? Und wenn Sie danach nach Journey 2 irgendwie einfach mal Bilder suchen oder so, dann finden Sie ja auf jeden Fall Folien. Sicher, dass es der Journey 2 ist eigentlich schon, ne? Ja, der Journey 1 ist eher so ein, der wird schon so mit so einer Rostoptik quasi verkauft. So angelehnt an diese Vintage-Zeit, wissen Sie? Ja, ich verstehe. Ja. Aber gut, bringt ja am Ende nichts, wenn es im Internet ist und hier nicht machbar ist. Genau, so, man könnte sich noch, wenn sie sich zum Beispiel, also das können wir auch machen, dass wir uns mal an den Hersteller wenden und da mal nachfragen und gucken, ob wir dafür Folien bekommen, weil wie gesagt, ich habe hier nichts. Also
Es kann, also ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dadurch, dass es das Fahrzeug ja auch, glaube ich, über die ganzen Autohäuser nicht gibt, also nicht zu beschaffen gibt, dass das vielleicht auch einfach noch kein Ding ist, dass es hier für Folien gibt. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Auch deswegen keine Anbauteile und sowas. Kann natürlich sein, da kann ich Ihnen... Ja gut, bei Anbauteilen ist mir eigentlich relativ, der soll schon, also der kann ruhig so bleiben. Ich will da irgendwie keine großen Sachen haben, aber so eine Folie wäre halt schon das gewisse Etwas. Ansonsten würde mir echt nur so als Idee da noch einfallen, dass man die Basis halt weiß lässt, wie jetzt, und dann diese Innenraumfarbe verändert, sodass man diesen Streifen dann außen vielleicht in irgendwie einem Himmelblau oder sowas macht, dass es halt da irgendwie dann auffällt, aber ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ja, würde ich aber, glaube ich, noch nicht machen. Wäre das denn möglich, dass Sie das mal anfragen irgendwie bei Cypress oder so? Kann ich mir... Oh, da habe ich eine Menge verpasst. Ich mal direkt auf. Ja, die, es gibt für das, für das Ding keine Folien, denn. Okay. Ja, also wahrscheinlich noch nicht. Also... Halt die Frage, ob ACLS dann mal irgendwie nachfragen kann beim Fahrzeughersteller. Ja, also ich habe es mal aufgeschrieben. Sowas macht normalerweise auch der CEO, ne? Dass der mal mit dem Hersteller und so in Verbindung tritt und da mal anfragt, dass wenn wir mit der Bestellung und so weiter dann durch sind, werde ich ihm das mal per SMS zusenden und dann gucken wir, was wir machen können. Okay. Oh. Okay, jetzt ist die Frage, Jungs, wollen wir den dann hier lassen und wenigstens schon mal dann so, wie er jetzt hier ist, quasi lackieren lassen? Ich finde dieses Weiß ehrlicherweise ziemlich ekelhaft. Was würde dir denn vorschweben? Dann lass doch, wenn wir jetzt gerade mal hier sind. Irgendwas Dunkleres. Ich finde als ich vorher vom Klo kam, bin ich kurz erblindet, dass ich das gesehen habe. Aber gut, jetzt ist doch alles voller Lichter, ne? So. Ja, aber... Also ich finde halt, es sieht draußen nicht mehr so knallig aus wie jetzt. Ja, will ich nur dazu sagen. Ich finde, es macht das Auto einfach neuer, als es ist. Und also wenn man da jetzt so einen Beige-Ton draufpackt, dann kann ich mich direkt neben die ganzen Trailer in Sandy Shores stellen. Was haben wir denn noch so für Weiß? Ja, das ist... Moment, ich gehe aber auf Sekundärfarbe, dann sieht man es besser. Vielleicht werdet ihr euch dann einig. Das ist, ja... Aber es wäre die Frage, ob man vielleicht oben dann weiß lässt mit diesem weißen Streifen und unten dann quasi die Farbe, die sie jetzt gerade verändert haben, genau die halt irgendwie anpasst. Was ist denn mit so einem Hellblau wie bei dem anderen Van mit den Wellen? Ja. So bläulich. Muss auf jeden Fall schon dezenter sein, ne? Ja, geht schon in die richtigere Richtung. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich die RGB-Farben gehen muss. Okay. Sowas in die Richtung. Ist noch zu knallig? Also ein bisschen zu baby, oder? Ja. Kann auch immer sagen, kräftiger, schwächer, dunkler, heller. Ja, ich glaube, ich weiß selber aktuell nicht so wirklich, was eine Alternative zu diesen Wellen wäre. Also, ich finde das auch ganz cool eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt halt schon quasi den Auftrag für diese Lackierung jetzt erteilen sollten, wenn wir noch nicht wissen, ob das mit den Wellen geht. Das ist die Frage, das müssen Sie wissen. Also, ich bin da auf jeden Fall dahinter und werde die Sache da abklären. Natürlich dann eine Frage des
Geldes und... Ja, das ist ja nur Geldverbrennerei. Also ich glaube, wir sollten uns erst wirklich entscheiden, wenn wir wissen, ob das mit den Wellen geht oder nicht. Oder, Jungs? Ja. Mhm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir hier dann... Ja, dann lassen wir den erstmal so, dann nehmen wir den quasi wieder mit. Mhm. Genau, und dann wär gut, wenn sie das vielleicht irgendwie dann noch in Erfahrung bringen könnten. Das wäre echt sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Direkt weiter schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste und dann... Ich frage auch mal für allgemein die Journeys an. Mhm. Dass da keine Verwirrung oder so aufkommt. So, Folierungen. Sehr gut, okay. Welcome back, Monty. Ja, genau, dann ja, gucken wir uns dann, glaube ich, nur noch den Surfer draußen an. Jason, da hast du den Schlüssel, ne? Ja. Ja, also selbst wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen den wenigstens schon mal weiß und wir hätten uns dann am Ende doch für eine andere Sekundärfarbe entschieden, so wie er jetzt gerade gezeigt hat. Wäre auch Quatsch gewesen, oder? Ja. Ja, wobei ich fand das eigentlich auch chillig. Mit der Sekundär? Ja. Ja, ist Plan B, aber ich will halt schon irgendwie was Besonderes irgendwie haben. Wenigstens bei einem Fahrzeug, weißt du? Ja, richtig. Verstehe ich schon. Kann ich das mal zeigen, was ich meine? Und zwar... Also diese Lackierung hier gibt's halt, diese Folierung. Die hier gibt's. Und dann gibt's halt auch noch so Wellen halt. Die hier gibt es halt auch mit diesen einzelnen Streifen, ist auch ganz cool. Weiß nicht, ob das die ist. Weiß ich gerade nicht mehr. Dieses Auto sieht so dumm aus, wenn man da drin sitzt, ne? Ja, man sitzt ziemlich tief, ja. Ich check halt nicht, warum der so fett tief gelegt ist. Das, also, das finde ich richtig kacke. Okay. Was ist hier der Plan? Hier ist der Plan auf jeden Fall, dass wir bei dem mal schauen. Also erstmal Farbe, glaube ich, wäre auch ganz wichtig. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, uns rausgesucht den oberen Teil. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das primär oder sekundär ist. Also quasi alles, was oberhalb von den Fenstern ist und Dach weiß. Und den unteren Teil dann auch in so einem... Ja, also was heißt auch, den dann quasi in so einem, ja, so dunkelblau, wie hier diese, was ist das, also dieser, das Schweißgerät oder was das da ist. Verstehe, ja. Also. Was ist sonst, wo ist das eigentlich mit dem Rot? Mit dem Rot? Ja, den so, sind die nicht klassisch so eigentlich rot? Geht so in die Richtung oder eher? Ja. Also diese Rotgeschichte können wir uns gleich auch nochmal auf jeden Fall angucken. Ja klar, wir können ja blau gucken, dann Favoriten picken und dann... Die finde ich aber eigentlich schon gar nicht so schlecht, oder? Was sagt ihr? Also wenn es ins Blau geht, sieht so ein bisschen nach türkises Meer aus. Ja, kann man machen. Das ist so ein richtiger Lucky Shot. Ich habe einfach irgendwo reingeguckt. Das ist sehr gut. Okay. Dann lass uns doch nochmal irgendwie das Rot angucken. Hm? Das ist matt, oder? Das ist metallic. Sieht aber sehr matt aus. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das andere jetzt auch matt war. Hat nicht so drauf geachtet.
Moment, jetzt bin ich in Matt. Und jetzt gehe ich auf Metallic. Vielleicht gibt, also vielleicht ist das gar nicht, also vielleicht ist das Fahrzeug einfach so. Nee, also. Okay. Können Sie mal nach diesen normalen Farben quasi nach auf Rot gehen irgendwie, also nicht mit dem Regler? Ja, bin ich. Ja, das ist oh, ist das Moment. Auch matt? Also ich glaube, das Fahrzeug ist einfach so. Ja, das glänzt aber. Ja, was sagt ihr? Also eher so Sonnen. Beides. Aber ich würde es, wenn, ein bisschen heller machen. Das Rot. Mhm, ja. Oder vielleicht Gelb, auch eine nice Farbe. Weiß nicht, ob du sowas weißt. Ja, Gelb ein Jahr nicht schlecht, ne? Aber nicht Orange. Nee. Orange. Und so ein bisschen. Nicht so ein Knallgelb. Deshalb bin auch wieder. Ich finde, das hat auch was. Ja, stimmt. Mhm. Ja, eigentlich gar nicht so bad, ja. Sieht aus wie so ein Froop. wie so ein was? So ein Froop. Was ist das? Ja, so ein Joghurt. Ah, nee, ist so ein Obstgarten. Hast du diese Fofo, meinst du was? So, was? Ich hab jetzt an den Joghurt gedacht. Ja, ich auch. Ist aber auch geil. So, jetzt geht's an Joghurt. Okay, ja, genau. Genau, dann schreiben Sie sich doch mal den Farbton auf. Ja. Ja. Da würde ich sagen, machen wir auch vielleicht so eine kleine Privatverglasung, oder? Also bleiben wir jetzt erstmal bei dem Gelb. Ja, machen wir den Rest einmal mit dem Gelb zusammen. Ich finde die Scheiben überhässlich bei dem Auto. Nur mal so als Einwurf. Das verdunkelte Scheiben passen einfach nicht zu allen Autos. Ja, ich will es nur sehen, also. Ich kann auch einiges am Fahrzeug machen. Gerade. Das wäre 50. Und das wäre 75. Oh, es sieht beides zu viel aus, oder? Was sagt ihr, Jungs? Ja, das ist also mich stört das gar nicht. Also 50 geht vielleicht gerade noch so. Boah. Das sieht aus wie so ein Partybus dann. Ich würde sagen, wir machen erstmal ohne. Also ohne Verglasung, und das, wenn man dann irgendwie merkt, jo, ist irgendwie zu viel Hitzeentwicklung in dem Auto, dann lassen wir die einfach nochmal folieren, würde ich sagen. Also machen wir das okay. Einfach in dem Nachgang dann nochmal. Mhm. Okay, also dann hatten wir auf jeden Fall noch gesehen, dass man da einen Gepäckträger oben drauf machen kann mit so einem Surfbrett. Oh, es gibt sogar eine Leiter. Frag dich auch, Michi. Das hast du nicht gemacht. Das war scheißen drin. Sorry, Michi. Klassisches Surfbrett. Da gibt es mit zwei. Zwei zum Preis von einem. Da gibt es zwei alternativ. Die auch mit zwei. Dann gibt es einfaches. Hat irgendwie noch so ein Logo oben drauf. Auch doppelt. Dann gibt es modern. Doppelt. Modern alternativ, auch doppelt, Retro, doppelt, abgefahren, doppelt, Gradient, doppelt, Jamaika, doppelt, altmodisch, doppelt, kleiner Gepäckträger, Gepäck, Fliegepäck, Lattengepäckträger, Gepäck alternativ, Fliegepäck alternativ, große Gepäckträger, Wochenausflug, Wochenendeausflug, oh mein Gott, unfertig. Rheinland. Was sagt ihr? Ich bin auf jeden Fall bei einem dieser hölzernen Surfbrettern. Ja, aber dann doppelt, oder? Boah, nee, doppelt finde ich.
Doppelt finde ich ein bisschen zu viel. Wenn die wer nutzt, sollen die dann nur einen Surfbrett mitnehmen oder was? Stimmt. Das dann teilen? Stimmt, ist auch ein Ding, ja. Der andere nimmt dann einen Sub mit. Was ist so diese Horde? Ich finde ehrlichweise, dass das mies kacke aussieht. Soll ich mal nochmal die Doppelten durchgehen? Damit wir nicht alles nochmal einzeln haben. Wir haben hier diese klassischen, einfach, die dann modern, alternativ. Die am besten. Die gelben? Oder diese Retro. Ja. Und die ist ja geil. Lass das mal näher angucken, Moment. Ja, dieser. Das Braun passt, finde ich, halt gar nicht zum Auto oder Farbe von dem Auto. Ja, stimmt wohl. Der. Dieser es gab auch noch so leicht blaue. Nicht die, glaube ich. Die waren so türkis, oder? Ja, die zum Beispiel auch nice. Da bin ich dann aber, glaube ich, eher bei den gelben. Welche gab's noch? Sorry. Wo waren das alle jetzt? Das Jamaika, altmodisch, ja, okay. Und dann durch. Also, ja. Geh nochmal zurück. Mischer ist krass. Die haben halt, diese gelben haben halt genau so ein, dieser Rand, dieses Orange, passt halt sehr gut zur Lackfarbe, ne? Ja. Ja, das Logo sieht vor allem auch ziemlich ähnlich zu unserem aus, mit dieser Palme. Ja, das ist so cool. Ja, okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal das. Was hatten Sie gerade gesagt mit der Leiter? Das ist aber gleiche Kategorie, das heißt, man kann entweder das oder Leiter, ne? Nee, gibt's extra. Oh, das würde ich mir auch nochmal angucken. Beifahrerseite wird mir hier angezeigt. Hier zum Beispiel. Oh, okay, Jungs, kommt mal rüber, das ist richtig geil. Gibt's auch noch auf verschiedenen Positionen. Oh. Was passiert jetzt? Das ist cool, oder? Die Leiter. Wozu brauchst du dann das? Ist aber, glaube ich, auch hinten, soweit ich weiß. Das ist einmal Beifahrerseite, das ist genau hinten rechts. Das finde ich besser. Hinten links und. Kriegt man dann den Kofferraum dann auf mit der Leiter? Das kollidiert ja miteinander. Ich glaube, dass es eine abnehmbare Leiter ist, tatsächlich. Ach so. Also, dass sie nur so reingeklipst wird. Ja, aber ist das sicher im Verkehr? Sonst würden wir es nicht verkaufen. Also das ist eine abnehmbare Leiter, so wie ich das hier sehe. Nee, ja, die ist da unten quasi nur so magnetisch dran. Also kann man dann lösen. Hallöchen. Hallo. Ja, also ja, ich weiß nicht. Also mir gefällt das nicht. Echt? Ja. Ich würde auf jeden Fall leichter an die Surfbretter jetzt. Ja, also ich würde dann eine Seitenleiter nehmen, aber ja, die ist abnehmbar. Dann wird die irgendwo vergessen, dann ist die irgendwann weg. Dann haben wir gar keine Leiter mehr. Dann lieber an der Seite eine direkt fix montieren. Ja, finde ich auch gut. Wie sieht es dann noch mit der Tür aus? Können Sie mal die Leiter nochmal auf die Seite machen? Ja, das passt aber dann mit den Schienen da, oder? Ja, sollte. Na, dann gehen wir mal kurz links zur Seite. Ja, ich finde das auch an der Seite. Die ist auch kleiner, ne? Die ist auch ein bisschen unauffälliger, ja. Kommt vielleicht so vor. I don't know, kann sein. Okay. Also sieht auf jeden Fall ein bisschen schmäler aus. Kann sein, dass es nicht so wirkt, weil das Fahrzeug länger ist. Man braucht ja auch jetzt nicht für die Höhe so eine große Leiter in dem Sinne. Nee, Breite. Reicht ja nur mal so ein Tritt, mal da oben dann an die Spanngurte zu kommen. Ja, genau. Na, das links und rechts. Ah, okay. Nee, machen wir nur eine Seite dann rechts, oder? Ja. Ja. Nee, weil sonst sieht es dann aus wie so ein Feuerwehrauto, da habe ich ein Trauma. Ja, das sah halt auch mit dem Kofferraum richtig scheiße aus, ne? Dann haben wir das auch.
Okay. Was gibt es denn noch an dem Fahrzeug zu machen? Jetzt geht's los. Vorne. Stoßstangenmäßig gibt es zum Beispiel eine Serienstoßstange in Kunststoff. Dicker ist, glaube ich, raus. Alternative Stoßstange. Ich lasse mal die Sticker-Sache weg, ne? Die auch nochmal in Chrom und dann sind wir da durch. Nee, das ist das Reiz. Da reizt mich gar nichts. Also das Fahrzeug soll halt möglichst unverbastelt aussehen am Ende. Ja. Sten, was hattest du gesagt, was dich nervt? Vorne die Scheiben? Nee. Oder ich bin nicht dran gewöhnt. Nee. Also nee, die Scheibentönung, ne? Ach so, das okay. War vorhin das Thema. Ah, okay. Also nee, da was passt. Boah, ey, stell dir mal das Ding vor, wie das so am Strand steht, mit Scheiben offen, dann kannst du da deine Badehose aufhängen, wenn du gerade vom Meer kommst. Das ist geil. Das ist geil. Ja. Okay, welche Kategorien gäbe es denn noch, wo es was zu machen gibt? Also es gibt noch Heckschuhstange, aber da ist es selber mit Sticker, okay. Seitenschwelle ist auch Sticker, Auspuff haben wir noch ein paar Optionen. Oh, also ich glaube, da brauchen wir auch nicht gucken, das ist glaube ich auch eher unwichtig. Okay. Dachträger haben wir Kühler. Oh. Ah, okay. Mhm. Reserverad, Kunststoffabdeckung, Holzabdeckung. Ja gut, Sticker und alternative Abdeckung mit Holz. Ohne Abdeckung. Ja. Auf böse okay. Angelehnt. Das war's. Nee, würde ich auch sagen, lassen wir leer, oder? Sieht doch klassisch aus. Naja, klar. Okay. Scheinwerfer. Mhm. Oder so eine Rundabdeckung oder so Streben. Mhm. Oder quasi noch. Sido fährt mit, ist so. So ein versteckteres Gehäuse drumherum. Ah, nee, muss nicht. Muss nicht. Okay. Sonnenblende. Hier so oben kann man ein bisschen vom Schräg besser schauen, glaube ich. Einfach gerippt. Dezente Sonnenblende. Große Sonnenblende. Gut, Stickers raus. Sticker. Die gibt es noch mal als Holz in den gleichen Varianten. Oh ne, ich finde, das sieht aus wie bei so einem Helm. Das sieht auch irgendwie so komisch. Bei so einem Rennfahrerhelm. Ja, ich glaube, das kommt vielleicht besser, wenn die Frontscheiben vorne nicht aufgekippt sind. Aber ja. So wirkt das irgendwie so ein bisschen doppelt. Ne, da finde ich den so eigentlich ganz cool. Okay, dann gucken wir Rad mal ohne weiter. Abdeckung. Wir haben noch Spiegel. Ja. Runde Spiegel vorne, eckige Spiegel, hoch und rund. Das, okay. Groß oval, groß eckig. Wir dann auch durch. Ja. Nee, am Ende geht's mir da bei dem Ding echt nicht um, also mehr um praktische Features als irgendwie um Optik, ja. Okay, Dach haben wir. Noch tiefer wollte das Fahrzeug wahrscheinlich nicht. Nee. Scheiben, Kennzeichen hätten wir noch, aber wahrscheinlich auch eher nicht. Und dann halt noch Felgen und dann sind wir da durch bei dem Fahrzeug. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen, gerne dann einmal so, wie er da steht jetzt. Seid ihr auch damit einverstanden? Ja. Jo. Okay, cool. Dann wäre das die, genau, die Primärfarbe, die Sekundärfarbe, der Dachträger mit dem Surfbrett und die Leiter hinten. Ja, genau. Mhm. Okay. Soll ich einmal komplett Gesamtbestellung machen? Ja, genau. Also auf jeden Fall lassen wir ja jetzt schon mal den Surfer und den Rumpo hier. Mhm. Bei dem Journey ist halt die Frage, ob wir die auch vielleicht direkt hier lassen. Also wir haben noch einen quasi, den müssten wir noch herbringen.
Weil wir machen damit auf jeden Fall irgendwas. Also die werden auch mindestens lackiert, aber es ist halt die Frage, wie oder ob da halt die Folie drauf kommt. Das wird sich ja dann wahrscheinlich, aber auch dann irgendwie wahrscheinlich erst in den nächsten 2-3 Tagen irgendwie entscheiden. Ja, aber ansonsten hätte ich jetzt vielleicht gesagt, um einfach dieses Hin und Her, diese Hin- und Herfahrerei irgendwie zu reduzieren, bringen wir diesen anderen Journey einfach noch hierher. Wenn Sie die Möglichkeit haben, die vielleicht einfach erstmal nebendran hinzustellen, bis das geklärt ist mit der Folie, Ihre anderen Aufträge und die Fahrzeuge von uns zu machen. Und dann kommen wir quasi nochmal mit einer Entscheidung, was wir mit denen machen. Wär das in Ordnung? Also, dass die Rechnung quasi gesamt dann geschickt wird, oder ist es egal, rechnungsmäßig, dass wir das... Weil ja. Also das Ding ist, ich könnte meinen Chef fragen, die Rechnungen werden halt Ende der Woche abgeschickt und man weiß halt nie, wie lange die Hersteller jetzt letztendlich brauchen, um zu antworten. Das ist halt immer so das Ding. Also entweder am nächsten Tag oder nächste Woche erst, das ist halt... Also ich überlasse Ihnen das. Ich würde natürlich, wir würden natürlich gerne eine Gesamtrechnung machen, damit wir auch einen möglichst attraktiven Preis bekommen. Sie wollen natürlich alle 4 Fahrzeuge am Ende irgendwie folieren, lackieren, umbauen, wie auch immer. Auf jeden Fall. Genau, also wenn Sie das irgendwie machen können, dass Sie da mal irgendwie eine Ausnahme machen, dass Sie da vielleicht mit der Rechnung nochmal eine Woche länger warten, bis wir die Journeys quasi auch durchhaben, dann wäre mir das ganz lieb. Ja, alles klar, kläre ich ab und dann... Dann bleibt die Bestellung einfach bei uns stehen und genau, dann warten wir einfach auf eine Rückmeldung, ob es geht oder nicht und dann... Genau, und dann rufen Sie uns einfach nochmal an. Sie können auch gerne auf der Leitstelle einfach anrufen, die 320-320. Aber ich denke, Sie brauchen wahrscheinlich sowieso erstmal meinen Personalausweis, dass wir den Auftrag dann fertig machen, oder? Genau, also das machen wir dann. Sie sagen ja jetzt kommt ja noch ein Auto. Genau. Und dann gucken wir zusammen drüber, dann machen wir das fertig und dann... Ja, beziehungsweise das ist ja auch nochmal ein Journey 2, also der, wo wir auch eine Folie anfragen. Ah, das ist noch ein... Genau, das ist quasi, einmal gibt es diese Folie in Blau und einmal in Orange, diese Wellenfolie. Und die hätten wir an für sich dann quasi Basis Weiß mit diesen Folien. Genau, aber das ist quasi... Fertig zum Umbau wäre jetzt quasi hier der Surfer Custom... Und der Rumpo in dem dunkelgrün mit den Scheiben, das kann ja quasi schon mal angefangen werden. Und die beiden Journeys, die können wir dann ja, die wäre ganz gut, wenn wir die einfach hier unten stehen lassen könnten und sie melden sich dann einfach, wenn sie eine Rückmeldung haben zu den Folien. Ja, die können wir hinten bei uns auf den Hof stellen, da stehen die sicher und... Okay, prima. Stören ja auch nicht den Werkstattbetrieb oder sowas. Okay. Dann würde ich Ihnen einfach mal meinen Ausweis geben. Perfekt. Genau, das geht dann über die Firmenbestellung. Genau, von der Firma Coastal Vans. Also schon angelegt habe ich ja auch schon mal eine Bestellung gemacht. Was sagen Sie? Habe ich ja hier auch schon angelegt, weil ich auch schon mal eine Bestellung für Sie gemacht habe. Echt? Da war schon mal was, ja. Ah, den Bootstransport, genau. Genau. Stimmt. Dürfen wir übrigens nicht mehr. Ah? Für euch schon mal zur Info. Wieso das denn nicht? Das hat doch super geklappt. War auch eine super Geschichte, aber anscheinend muss man sich da an Sizzle wenden, soweit ich das weiß. Mit extra hier Bootanhänger und sowas. Von wen? Seabreeze meinen Sie? Seabreeze meine ich nicht, Sizzle. Ich wollte gerade sagen, wer ist Sizzle? Sizzle ist aus dem Meeresrestaurant, oder? Ja, das ist dieses Restaurant. Was ein Quatsch, also ehrlich. Ja, also ich fand's auch geil eigentlich. Ich sage Ihnen, wie Sie es nächstes Mal machen, wir es einfach außerhalb der Öffnungszeiten und Sie kriegen dann Huni mehr auf die Hand. Perfekt. Ja. Gucken wir mal. Ja, Sie sind ja auch viel öfter da als Seabreeze. Wie lange soll ich denn warten? Also... Ja, for real. Also das wäre Katastrophe. Okay, aber ist dann eine Geschichte für das
für die Zukunft. Und das hat so gut funktioniert, ne? Ich dachte auch, vielleicht wird sich ja verletzen, aber ist ja nichts. Ja, war wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. So. Aus ist sie da, kriegen sie wieder. Wird alles. Danke. Ich kümmere mich mal kurz um den Beamten hinter uns. Ja. Wollte schon sagen, wie übel, wie ist das? Digga, sind wir jetzt hier fertig oder was? Ja, ich. Also, wenn der jetzt gleich mit dem anfängt rauszulaufen, halte ich den nochmal kurz auf, weil dann könnten wir schon mal den Journey. Also, wir fahren jetzt mit dem Taxi einfach nach Hause und ich fahre den Journey einfach nochmal hier runter, wenn ihr dann irgendwie zu Hause bleiben wollt. Ja, also ich würde mich dann ausklinken. Okay. Gleich wieder da. Ja, Moment. Wollen wir es vielleicht gerade so machen? Ich würde gerade mit dem Taxi dann den anderen Journey kurz holen. Und dann komme ich gleich einfach wieder. Ja, klar. Machen wir so. Okay, perfekt. Dann bis gleich. Unangenehm, jetzt gleich richtig. Oh nee, Junge, Wes, halt dein Maul. Was denn? Jetzt auch Penning, immer ja. dieses, ich hasse das, wenn Leute das sagen. Jetzt wird's nochmal unangenehm. Wenn man Tschüss sagt und dann... Was ist das für ein... Junge, triggert das. Auto. Achso, warte mal, hat er jetzt die... Ja doch, er hat jetzt den... Warte mal, einen Schlüssel für... Naja, Paradise habe ich noch und Journey 2, der andere, den ich jetzt hole. Okay, Sen, hast du die Nummer noch vom Taxi-Ding? Gerade in der Schnellwahl? Ja, bestimmt. Gut. So viel ging da ja nicht bei mir telefonisch. Ich muss auch... Ah, hier ist ein ATM, okay. Kann ich Geld holen. Zum ACLS bitte. Boah. Wie lange dauert das? Wenn der in 3 Minuten hier ist, kriegt er $100. Nicht von mir. Von mir auch. Ja, Digga, sie sagt 5 bis 10 Minuten, Digga. Boah, Digga. Geht. Ja, Digga, sie sagt Digga. Ja, Junge, warum gehst du jetzt an den Automaten? Ja, weil ich Geld holen will für Taxi. Ja, $100 halt, ne? Ei. Gerade gucken, Transferleistung ist gekommen, aber diese Rückzahlung von der Transferleistung steht immer noch aus. Na gut. Jo, Sam. Müssen die wissen. Er hat mir dann ja nochmal zurückgeschrieben vom Casa, dass man auf dem Auszug des RDPs nicht erkennt, dass das meine Zeiten sind. Wo ich mir denke, ja, die kann das doch sehen. Ich habe dir doch die Kontoauszüge geschickt, wo die Gehaltsrechnung steht. Da sieht man doch genau die Stunden. Also ein bisschen 1:1 zusammenzählen, das habe ich nicht verstanden, ne? Ich befürchte fast, dass ihr da auch halt durch müsst, ne? Mit, Kontoauszug. Ja. Das mache ich safe, nicht das zu anstrengend. Es sind halt wahrscheinlich einfach auch echt nur so 500er oder so. Naja. Ein 570er. Lass mal an die Straße gehen. Jo. Na, wann habe ich da angerufen? Was hab ich gesagt? 3 Minuten, ne? Ja. Sag mal, was machen Digga, die Idioten da drüben? Die 3 Minuten sind da jetzt schon rum. Welche Idioten? Ja, der Beamte und der Typ, die sind einfach gestanden gerade. Ja, also ich glaube, wenn wir die Folien nicht kriegen, dann wäre ich auch zufrieden mit dieser oben weiß und unten dann irgendwie so ein hellblau und... Und vielleicht so der gleiche Farbton wie beim Surfer? Dieses gelbliche? Muss man sich dann nochmal angucken. Oh, der hat jetzt gar nicht gesagt, wie viel das gekostet hat bei dem Surfer, ne? Frage ich ihn gleich mal. Was gratis denn? Oh Gott, ey. Chillig. Oh, ist kein Preisschild dran, ist wohl kostenlos. Küstenlös.
Ja, dann haben wir es heute wieder nicht geschafft, mit den Gastros zu sprechen, aber die hatten auch eben alle nicht auf, die wir brauchten. Also wir brauchten noch die Wurstpumpe. Oh, da kommt einer angerast. So, vorbei, oder? Oh, Digga, jetzt sind die da zu zweit drin. Ja, da musst du einer aussteigen. Hallo, hallo. Ein. Wunderschön. Alter, ihr wollt alle mitkommen. Ja. Das ist richtig. Ja, krass. Gut. Wo wollt ihr denn hin? Wir müssen einmal zum Pier, irgendwie grobe Richtung da, ja. Also grobe Richtung oder direkt zum Pier? Ja, ja, also Pier-Eingang oben. Ja, Pier-Eingang, genau. Ja, okay, alles klar. Ja, ist die Straße gegenüber vom Pier, ne? Ja. Lauf dann einfach gerade. Ja, ist alles gut, ich kann euch auch da rauslassen. Nee, alles gut. Also. Okay. Hä, wieso, wo musst du hin? Nee, ich muss ja nochmal zum Parkhaus den anderen Journey holen. Ach so, ja. Oh. Aber ja, das ist kein Problem. Das ich kann nicht. Nee, ach, das sind 2 Minuten zu Fuß. Bin ich ja auch am Mittwoch kann zur Wohnung gelaufen. Nee, um Gottes Willen. Alles gut. Okay. Oh, ich muss mir das abgewöhnen. Ich hasse das, wenn Leute sagen, alles gut. Wieso ist nicht alles gut? Ja, nee, eigentlich nicht. Also, diese Tatsache ist vielleicht gut, aber das direkt zu pauschalisieren mit alles gut. Hasse ich. Verstehe, was du sagst. Ist das Hayden oder wie der Vogel heißt? Nee. Können Sie beim bunten Parkhaus quasi die nächste links? Nicht ja. Hier beim PD? Ja, klar. Ja, oh, perfekt. Das hätte ich jetzt sowieso gemacht. Ah ja, okay. Easy. Alles gut ist besser als am Ende des Tages. Stoppschild da. Oh, ich muss auf gar keinen Fall. Fahren. Am Ende des Tages sage ich ja auch nur so in so zusammenfassenden. Ja, Stoppschilder sind nur Empfehlungen. In so einem philosophischen Gelaber. Hier vorne können wir auch gerade anhalten. Ja, genau, hier passt es. Ja. Oh. Alles klar. Dankeschön. So, dann für Sie alle zusammen $26. Ja, genau. Dann. Geben Sie mir für 35 zurück. Also 65 dann. 65 zurück? Jo. Alles klar, dann haben Sie einmal 50er. Mhm. Kurz ein bisschen raussuchen. 60, ich kann Ihnen 64 anbieten. Ja, machen wir so. Ja, alles klar. Super. Dankeschön. Jo, gerne. Schönen Abend Ihnen noch. Bis dann. Danke, ciao. Ey, was hat der da gerade für ein U-Turning? Hauptsache am Stoppschild halten, weißt du, wie ich meine? Jojo. Naja, der Sass ist auch einfach rübergezogen auf die andere Straßenseite zu parken. What the fuck? Crazy. Na gut, ihr Lieben, ich mach einen Zisch. Ja, safe. Okay. Unbedingt können. Alles klar, warte mal, Jason, hattest du. Ah, ne, den Drafter-Schlüssel hatte ich von Stan bekommen. Jo. Den Drafter-Schlüssel? Genau, ja. Und nee, ansonsten habe ich ja alle Schlüssel. Okay, nee, alles klar, dann sehen wir uns Montag oder so. Ja, okay, haut rein, ciao. Okay, wir gehen jetzt noch den Journey holen und fahren den runter. Und dann hole ich mir nochmal ein Taxi. Ich weiß gar nicht, was der schnellste Weg ist. Wie bin ich denn gestern gelaufen? Da oben lang gelaufen und dann da runter, ne? Naja, ich laufe mal hier hoch. Tatsächlich finde ich schlimmer. Oh, ich habe mir das auch so abgewöhnt. Ich bin da so glücklich drüber, dass ich nicht mehr so ein Tatsächlich-Sager bin. Das ist einfach, das hat glaube ich... Oh, ey Monty, ich habe vorhin schon gesagt, I wish, aber hier, I wish, das würde gehen. Ich weiß auch, dass es früher auf Lucky ging. Das war noch nicht immer ausgeblendet, die Karte beim Laufen. Ganz am Anfang war glaube ich wirklich die Karte noch aktiv, auch beim Laufen. Finde ich aber natürlich sehr, sehr geil, dass es halt mittlerweile so ist, dass die Karte beim Laufen und auch beim Auto jetzt auch noch ohne Navi quasi ausgeblendet wird. Ist halt super geil. Aber es war halt trotzdem immer, früher war das halt nice. Weil ich kann mich noch dran erinnern, es gab ja diesen Strandjob und den hat Wes auch komplett durchgezogen. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass ich da einfach diese... Da waren ja quasi immer so Dinger markiert, wo das Strandgut was aufräumen, zum Aufräumen quasi war.
wie so ein Wegpunkt einfach. Und dann habe ich quasi einfach immer, bin ich auf die Karte gegangen und habe mir den nächsten Wegpunkt markiert, weil das Problem war, dass du diese Strandgüter, die waren teilweise so versteckt irgendwie, dass du so wie so ein Dulli 16 Mal um den Kreis laufen musstest, um dieses Item quasi zu finden, was diesen Job getriggert hat. Wisst ihr, was ich meine? Aber jetzt mal so unter uns. Hast du nie GTA Story gespielt? Ich kann 80% der Map immer noch im Halbschlaf. Ich habe die Story gespielt, aber ich habe einfach trotzdem, ich weiß nicht, also ich habe die Story auf dem PC habe ich die gar nicht durchgespielt, aber damals, wie das Spiel rausgekommen ist, auf PS3 habe ich das auf jeden Fall öfter durchgespielt. Also bestimmt 2-3 Mal. Aber, boah, so manche Straßen sind mir immer noch ein Rätsel. Aber das liegt nicht an GTA. Ich habe auch im Real Life, in Anführungszeichen, Probleme, wenn ich an einer Stelle quasi rausgeschmissen werde und ich dann losfahre und dann sagt jemand, jetzt fahren wir dahin. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich quasi vorher mir genug Gedanken machen kann, wo es lang geht, dann checke ich das auch. Zumindest die grobe Richtung. Und das raff ich ja hier auch. Also grobe Richtung ist ja schon irgendwie klar. Aber ich finde, gerade durch GTA RP habe ich irgendwie auch so gelernt, nicht wie in der Story überall langfahren zu können, sondern halt auch dann noch so auf so Einbahnstraßen zu achten. Weißt du? Und das hat mich dann, glaube ich, so ein bisschen kaputt gemacht. Das hat mein Wissen zerstört. So einen ganz langen Monolog und dann so Micha, okay. Wenn ich eine Strecke einmal gefahren bin, brauche ich keinen Navi mehr. Ja, das ist es ja. Also wenn ich hier Fahrzeuge von dem, von unserer Wohnung zu Coastal Vans bringen soll oder irgendwie zum nach Vespucci und die Strecke 6-mal fahren muss, so wie ich bei Unicars damals die Fahrzeuge immer vom Hafen zu Unicars gefahren bin, ja natürlich, dann brauche ich auch keinen Navi. So, aber ich kann ja hier schon rein. Der Paradise steht ja. Boah. Aber ich kann mich dann eigentlich. Ich kann mich eigentlich zur Wohnung bringen lassen und dann fahren wir den Paradise schon mal in den Showroom. Weil den Paradise, den muss ich ja hier nicht stehen lassen. Aber wo wir beim Thema sind, wenn GTA 6 kommt, zocken wir die Story im Stream? Ja, ja oder ja? Ich nehme die Antwort ja. 100%. Aber das Internet wird halt voll sein von Leuten, die Story spielen werden. Also, ich werde halt nicht First Creator sein, so mäßig. Das ist ja klar. Ihr ja auch nicht, Digga. Ihr werdet es ja auch tot spielen. Aber, ja, also First Reaction und First Gaming im Stream, alleine um das dann für die Ewigkeit so ein bisschen festzuhalten als YouTube-Video, finde ich schon geil, könnte ich mir auch vorstellen. Ich bin auch so gespannt, wie sich die RP-Szene entwickelt auf GTA 6, ne? Ist klar, aber ich warte jetzt schon auf Vorbestellungsoptionen. Ja, also bei mir ist halt auch so, shut up and take my money. Das kann 100, 120 Euro kosten, das Game. Ich würde es nehmen. Das ist einfach, dieses Game ist einfach, es ist es einfach. Und ich sehe manchmal beim TikTok durchscrollen, so im Feed, kommen einem ja auch manchmal so Live-Videos und ich bin halt einfach irgendwie manchmal so hängen geblieben bei so GTA-RP-Streams, so. Deshalb werden die mir in den Algorithmus gespült, wahrscheinlich auch durch Aachen und sowas. Und da sind halt teilweise so richtig kleine Kinder, so irgendwie FDRP auf irgendwie FDRP Altenkirchen oder so, auf irgendeinem Billo 5M Server. Und wo ich mir so denke,
die sind 12 oder 13. Kennen die überhaupt die Bedeutung und die Gewichtung von Grand Theft Auto, von dieser Serie? I doubt it. Und die spielen dann so RP, für die ist das wie, als ob ich anfange irgendwie Roblox RP oder keine Ahnung was zu spielen. Das finde ich immer voll weird. Ich hoffe, dass es irgendwie eine Option, also so ein Option Key gibt, aber man trotzdem eine Map oder so wie früher bekommt. Achso, du meinst, dass man so eine Packung kriegt, ne? So eine Packung mit so einer Faltkarte. Boah! RP kann man das nicht nennen. True. Du meinst so eine geile Faltkarte, ne? Boah. Boah, ey, das wäre heftig. Ich glaube, wenn Bennys nichts zu tun hat, wenn Bennys nicht da ist, hat ACLS übel viel zu tun. So, dann geben wir jetzt noch den Schlüssel ab und dann fahren wir nochmal in die Tiefgarage. Hallo. Hallöchen. Wir hatten ja gerade die ganze Zeit mit Ihrem Kollegen gesprochen. Da fehlte jetzt quasi noch ein Journey 2 für den Auftrag. Der Kollege weiß Bescheid, da wollte ich nur gerade den Schlüssel abgeben. Ja, kannst du mir geben. Ja? Dann sage ich ihm Bescheid. Okay, perfekt. Er hat auch die ganzen anderen Schlüssel, die drei anderen. Genau, er weiß dann Bescheid. Gut. Jo. Super, perfekt. Danke, schönen Abend. Ebenso. Achso, hat er, er hat meine Nummer, glaube ich, oder? Ich gehe mal stark von aus. Kannst du ehrlich gesagt nicht beantworten. Okay. Ja, weil wir wurden... Ich habe gerade für eine Bestellung angelegt. Guck mal schnell. Ja, es war für Coastal Vans. Da. Ja gut, wir haben eure Leitstellennummer, sag ich jetzt mal. Die 320-320? Ja, okay, genau. Perfekt. Ja, das passt. Super. Alles klar, gut. Dann bin ich weg. Schönen Abend. Ebenso, ciao. Danke, ciao. Okay. Dann vertrauen wir jetzt einfach mal darauf, dass der Herr seinen Job macht. Und da wegen der Folierung nachfragt. Dalton Cab, Trixie hier, hallo. Hallo, ich bräuchte einmal ein Taxi zum ACLS für eine Person, bitte. Mhm, alles klar, ich schicke jemanden vorbei. Danke, ciao. Jo, tschüss. Ich bin halt Konsolenzocker und meine PS5 kein Laufwerk, deshalb so das Bundle Key plus Map. Ja, ich habe halt gar keine PS5, ne? Ich habe gar keine PS5. Guck mal, eigentlich geht die Transferleistung immer für irgendwie Bargeld drauf, was ich an dem Tag brauche. Aber wenigstens kommt sie dann jetzt regelmäßig. Also bei 4 Stunden 100 Euro. Dollar. Also jeden Tag 350. Wenn ich nur jeden Tag so lange online wäre. Jetzt habe ich immer noch mit dem Kokain rum, Alter. Ja, also wie gesagt, ich habe keine Konsole, ich habe nur eine PS4 Pro, aber die PS5 hat mich auch einfach vom Optischen her nie gereizt. Also ihr wisst es ja selber, ich habe ja auch mitunter von dem Geld, was, eigentlich ist es euer Geld, so. Eigentlich ist es euer Geld, ich habe mir von eurem Geld, von den Subs, damals ja schon eine neue Grafikkarte gekauft, und ja, habe im Prinzip mein PC geupgradet. Ich hätte mir auch eine PS5 kaufen können, aber so PS5 streamen, dann brauchst du da diese Capture Card und boah, das ist im Prinzip, das ist nicht meins irgendwie. Unsere Grafikkarte.
Es ist eigentlich echt eure Grafikkarte, ja. So, das ist erledigt. Transferleistung immer noch nicht. Und die Gastro-Trockennahrung. Das mache ich heute aber auch nicht mehr. ACLS. Journey 2 Folie. Machen wir Montag. Erinnerung, 15 Minuten speichern. Ich habe gerade eigentlich so wenig, dass ich es nicht einsehe, da regelmäßig PC aufzurüsten, beziehungsweise mir erstmal einen zu kaufen. Ja, wenn du keine Basis hast, dann lohnt sich's halt absolut nicht. Absolut nicht. Ich zeige euch mal kurz, was ich gemeint hatte mit... Moment. Mit den Journey, mit diesen Wellen. So, das hatte ich gemeint. Diese Lackierung gibt's halt. Das wäre dann quasi Basis in so einem Orange-Gelb, weiß und dann diese Lackierung hier mit den Wellen. Ich glaube, das war doch das, was wir vorhin auf Google gesehen haben. Und hier ist das Ganze quasi nochmal in Blau. Genau, und das war meine ursprüngliche Planung, wie ich dachte, dass wir die Fahrzeuge vielleicht so dann, also Singleplayer gemacht. Ja, ich habe das mit dieses Menu Custom. Das ist halt eigentlich ganz cool, weil dann kannst du dir halt vorher angucken, wie die aussehen. Und das ist halt immer schwierig auszuspielen. Du sagst halt so, ja, ich habe das im Katalog gesehen. Deshalb wusste ich halt auch, dass das geht. Aber dass etwas geht, heißt ja nicht unbedingt, dass es auf dem Server ist. So, wisst ihr, was ich meine? Ja. Genau. Und, ja. Das sind jetzt erstmal so die Pläne, die ich hatte, mit dieser Wellenoptik. Hallo. Hallo. Und nochmal hallo. ich müsste einmal zu dem Parkhaus beim DOL. Also beim Casa. Achso, ich wollte gerade sagen. Das Parkhaus beim Casa? Ja, da ist. Beim Casa ein Parkhaus? Ich ja, nicht, zwischen. Diese Buchten, die da so hoch und runter. Oder, achso, schräg gegenüber das, ne? Meinen Sie? Auf der anderen Straßenseite? Ja, das ist ja ein Parkplatz, aber Richtung Pier dann noch ein bisschen. Da ist ein Parkhaus. Fahren Sie mal die in Richtung, wenn Sie schon sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich fahre da erstmal hin. Genau. Ach, genau. Da, wo der ATM auch ist. Ja, genau. Okay, ja, dann könnt ihr mir ja vielleicht sagen, wo das ist, nee, weil das kenne ich jetzt persönlich nicht so. Das hast du schon richtig so eingetippt. Okay, das klingt gut. Manchmal kennt man die bekanntesten Orte nicht. Nein, das ist auch sehr unbekannt eigentlich, das Parkhaus, muss man sagen. Ich wollte gerade sagen, das Parkhaus, das also sehr bekannt wäre für mich das bunte Parkhaus oder ja, das gut. rote Parkhaus. Ja, das ja, stimmt. Ja, da wüsste ich auch, wo das ist. Das wäre so das bekannteste Parkhaus. So, wenn jetzt jemand nochmal irgendwie einsteigt, der sagt, bringen Sie mich zum Parkhaus am Casa, wissen Sie Bescheid. Ja. Ja, das ist es eben, wenn man einmal da gewesen ist, ich finde, dann hilft das direkt sehr, sehr viel. Man kann sich das viel besser vorstellen, aber ich war da jetzt halt persönlich noch nie. Also Taxifahrer wäre auch mein persönliches Armageddon, glaube ich. Also ich scharre schon mit den Hufen, dass Digital Dan wieder aufmacht, dass ich mir Navigationssysteme in die Autos bringe. Aber die Taxis haben ja halt auch Navigationssysteme. Dann, wenn jemand ihnen Straße mit Hausnummer und sowas sagt, dann kann man das echt easy eintippen. Da ja, okay. Ja, verstehe. Halt so bekannte Orte wie, ja, weiß ich nicht, MD oder sowas oder... nämlich Richmond Villa, sowas halt in der Richtung. Das müsste man dann halt schon so aus dem Köpfchen kennen. Ja, das stimmt. Ja, wie lange leben Sie schon hier? Ich bin jetzt, glaube ich, schon 4 Jahre hier. 4 Jahre? Wow! Ja, wobei, das nehme ich noch kurz.
Also die Zeit vergeht natürlich immer so ein bisschen im Fluge, ne? Wir kennen es ja wahrscheinlich. Aha. Im Führerschein steht es, ne? Ich bin seit ja, doch. Sommer 22. Naja, dann November 20, so. Fahren wir ruhig weiter und dann nach links. Ja. Genau. Und dann wieder nach links gleich. Mhm. Ich glaube, wir hätten vorhin schon... Außer man heißt US. Ist so, ist so. Ich wüsste nicht. Genau, aber ja, sind schon auf dem richtigen Weg. Diese Verkehrsführung hier werde ich auch nie verstehen. Aber ich auch nee. Nicht. Also ja, besonders das hier ist... Ja, ja, das ist wild. Genau, und jetzt hier einfach die nächste links. Hier? Genau. Dann einfach ach so, hier. Ja, okay. Ja, okay. Was hätte ich denn sagen sollen, dass sie dass es dann wussten? Ja, weiß auch nicht. Ja. Okay, sehr gut. Was kriegen Sie denn? Was macht bitte 16 Dollar? Ja. Ja, das passt doch. Das passt doch gut. Habe ich gerade so. Perfekt, super, stimmt so. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ganz schönen Abend, ne? Gleichfalls, ciao, ciao. Danke. Tschüss. Ich muss gerade so lachen. Ich sehe nur so dieses Zitat, so außer man heißt Wes. Sie sagt es, wenn man einmal da war, dann weiß man wo. Man heißt Wes. Digga, wie frech. So. Und dann pennen wir gleich schön im Büro, würde ich sagen. Den hier habe ich auch übrigens extra mit diesen Gardinen so offen bestellt. Das kann man nämlich auch einstellen, ob die geschlossen sind oder ob die zu sind. Bei dem Journey zum Beispiel sind die zu. Aber warum? Was meinst du aber warum? Warum ich da schlafe? Ey, die haben alle so einen gottlosen Spritverbrauch, ne? Das kannst du auch keinem erzählen. Kannst du auch einen Kanister mitgeben. Büroschlaf? Ja, weil ich das Auto jetzt halt in Sicherheit bringen will, weil ich das jetzt noch nicht nochmal eine Nacht irgendwie stehen lassen möchte im Parkhaus. Und ich dann keinen Bock mehr habe, nochmal nach Hause zu laufen oder mit dem Taxi nochmal zu fahren. Ey, dann treffe ich die nochmal. Insgesamt jetzt 50 Dollar los. So verdiene ich nichts mit meinen Transferleistungen. Rip dir ein Bike. Guck mal, mir fallen schon die Augen zu hier. Ich glaube, das ist auch echt gefixt, ne, mit dem Rotation-Bug. Also gleich im Auto schlafen und mal Probe liegen, true. Ist vielleicht am Montagmittag mal kurz IC gehen, um Fotos zu machen im Hellen. Weil immer wenn wir abends kommen, ist es halt schon so abendrot und es sieht halt auf Dings ein bisschen kacke aus. Auf Venture Sites. Wo wollen wir ihn denn hinstellen? Wollen wir ihn aus Podest stellen mal? Hast du das hier drüben auch? Ja. Wow. Den kannst du gar nicht so schräg hinstellen, ne? Ach, so geht's. Na klar geht es. Siehst du? Krümpel. Das sieht doch cool aus. Bester Mann. So, hier ist alles abgeschlossen. Ich bin sicher. Ich finde es so geil, dass das Logo jetzt einfach hier ist, gell? Das macht mich so stolz. Also ich habe das ja nicht selbst designt, so ich habe das ja nur per, das ist ja eine Designvorlage, das ist ja quasi Canva Designvorlage und dann habe ich einfach nur den Namen dieses Designs quasi geändert. Das war ein
Das hieß irgendwie, keine Ahnung, das hieß irgendwie anders. Hieß halt nicht Coastal Vans. So, okay. Ey, dann würde ich doch mal sagen, ach, das sieht geil aus. Das sieht geil aus, das ist geil. Ach so, genau, wegen der Frisur wollte ich gerade mal kurz auf dem Discord was gucken. Und zwar, ich meine irgendwie gelesen zu haben, auf dem Lucky Discord, dass... wie war denn das? War da nicht mal irgendwas, dass die Frisuren jetzt irgendwie... Ich muss gerade mal kurz was gucken, weil nicht, dass ich das irgendwie melde. Ich meine, dass da irgendwo letztens gesagt wurde, bitte spielt es nicht aus irgendwie im Game, sondern geht einfach zu eurem Friseur und macht irgendwie das und das. Okay, das muss ich nochmal gucken, weil ich sehe echt, das sieht aus, als ob da irgendjemand mit der Maschine eine unscharfe Maschine genommen hat und mir hinten so ein richtiges Mal reingeritzt hat. Das ist crazy. Oh, toll. Komm, wir machen jetzt nochmal hier den klassischen US. Ey, er hat's geschafft. Oh, warte mal, ich muss mich eigentlich vor das Logo hier stellen. Er hat's geschafft. Digga, der Daumen wie schief auch. Sehr gut. Okay. Noch hat er es nicht geschafft. Ey, doch, ich finde schon, dass das, also alleine, dass wir es geschafft haben, die ganzen Vans über Cypress zu bestellen, dass wir die MLO hier bekommen haben, dass die Logos dran gemacht wurden, dass jetzt die Autos lackiert werden. Es ist ein langer Weg. Ich hätte es nicht gedacht, aber das ist echt, wir haben echt viel vor. Und wenn das RP am Ende des Tages Substanz haben soll, okay, wenn es Substanz haben soll und man nicht irgendwie im Live-Betrieb dann noch an die Stellschrauben dran muss, dann bedarf es halt einer riesen Vorbereitung und die haben wir halt gerade. Wenn der 500k im Konto hat, hat er das geschafft. Ey, am Ende habe ich 100k. Ob ich das jetzt bar habe oder sind Fahrzeuge sind Anlagevermögen, ne? Umlaufvermögen sind so Aktien und sowas, ne? Obwohl Aktien sind, glaube ich, auch Anlage. Egal, ich glaube, also ob ich es jetzt als Bargeld habe oder in Fahrzeugen. Kommen die Aufsteller vom Autohaus noch weg? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob ich das schlecht finde oder nicht. Weiß ich noch nicht. Die Sache ist, ich möchte jetzt halt auch nicht so viel randalieren mit irgendwie, mach mal das weg, mach mal das weg, mach mal hier, mach mal da. Ich bin ja froh, dass wir diese MLO einfach sehr unkompliziert bekommen haben, dass da nichts noch programmiert werden musste oder ähnlich. Am Ende des Tages. Ja, ich bin einfach froh, dass wir im RP jetzt an diesem Punkt sind. Bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Es läuft einfach alles. Und das muss man ja auch einfach mal sehen, bei allen Problemen, mit denen wir uns rumschlagen, mit, oh, hier, McGill, bla, 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 bla. Wenn man mal so ein bisschen rauszoomt und sich das ganze Szenario anschaut, wie weit wir jetzt schon gekommen sind, nachdem das Unternehmen quasi gegründet wurde, dann sage ich, ist geil. Ist geil. Ich wollte schon immer ein Unternehmen auf Lucky haben. Es gab schon viele Konzepte, die ich eingereicht habe. Ob zusammen oder alleine mit irgendjemandem. Also, dass das jetzt quasi 4 Jahre her ist, dass ich auf diesem Server hier angefangen habe und jetzt halt so ein geiles Projekt habe, finde ich geil. Hier werden nicht täglich Leute reinkommen, aber mein Gott, das RP, was man mit diesen Leuten hat, wird halt geil. Weil nur so Leute, die RP verstehen, werden einen Camper mieten. Wisst ihr, was ich meine? Hier werden keine Leute hinkommen, die Paycheck-Farming machen oder das Hardcore-RP nicht verstehen. Hier werden Leute hinkommen, die sich dieses Auto da vorne nehmen und ausspielen, dass die da ein Bett drin haben. Die werden da ausspielen, dass sie mit Möbeln am Strand sitzen und sich einen Campingkocher, gut, Campingkocher wird sogar ein Item, das kriege ich sogar noch. Aber die werden das einfach ausspielen. Und das finde ich einfach super.
weil ich werde dann hier sehr, sehr hochqualitatives RP haben. Und darauf muss ich mich auch vorbereiten, weil so Leute wollen die Experience und die verdienen es dann auch. Also das will ich ja auch, ne? Wichtig ist, wenn man es am Ende des Tages sagen kann, dass am Ende des Tages alles geklappt hat. Ja. Ja, so sieht's aus. Ich könnte vielleicht gerade noch mal kurz bei Cypress anrufen. Was war da noch mal? Cypress Warehouse war die 4343, ne? Rufe gerade noch mal an. Ich will in die Mall. Wisst ihr, was ich meine? Cypress San Andreas, hallo. Hallo, wunderschönen guten Abend. Codes hier von Coastal Vans. Grüß Sie. Sagen Sie mal, ist die Cypress Mall eigentlich schon wieder zugänglich? Das kann ich Ihnen tatsächlich gerade nicht sagen, das weiß ich selber nicht. Mhm. Weil ich nicht mit in dem Thema der Mall drinne bin. Okay, aber Sie hätten ja wahrscheinlich irgendwie davon gehört, wenn das so ist, oder? Gehe ich mal stark von aus. Ich weiß, dass letztens was bestellt wurde für, es kann aber sein, dass sie quasi jetzt erst wieder eingeräumt wird. Ja, okay. Also da kann ich leider erstmal noch nichts sagen. Okay, dann mal eine andere Frage, weil mir damals, wo ich danach gefragt hatte, auch gesagt wurde, also man kann jetzt aktuell noch nicht in die Mall, das war Stand von vor einer Woche, zwei oder so, aber man kann die Ware trotzdem über Sie bestellen. Das ist korrekt, ja. Jetzt ist die Frage, haben Sie so eine Art Prospektkatalog irgendwie für den Großhandel, wo man mal schauen kann, was sie denn alles für Waren für die B2B eigentlich anbieten? Gar nicht? Nein, nein, sowas haben wir gar nicht. Wenn, dann müssen sie uns quasi explizit schreiben, was sie haben wollen. Mhm. Und dann können wir ihnen auch eine Preisauskunft geben, aber einen Katalog, also da führen wir auch zu viele Waren, um da zu führen. Okay. Aber das heißt, theoretisch, erste Anlaufstelle wäre wahrscheinlich dann mal in die 24-7 zu gehen und zu gucken, was es da so gibt, oder? Genau, das wäre eine Möglichkeit. Sie können natürlich auch sonst sich mit den 24-7 in Verbindung setzen und danach fragen oder halt, wir beziehen da viele Sachen auch von lokalen Händlern. Ja, okay. Einfach bei lokalen Händlern anfragen, was die so haben. Mhm, okay. Ja, okay. Ja, dann mache ich das erstmal. Dann schreibe ich mir, glaube ich, einfach mal alle meine Waren zusammen, die ich brauche. Und wenn nicht, schreibe ich Ihnen dann einfach mal eine Mail und dann gucken wir mal. Okay, genau, perfekt, super. Dann vielen lieben Dank, schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch, ciao. Danke, ciao. Ja, ich würde gerne mal in die Mall, wisst ihr? So einfach mal so ein bisschen stöbern. Wie Jeff damals. Jeff war auch immer so ein, er hat sich selber immer so als Itemjäger bezeichnet, glaube ich. Der hat das immer so geliebt, wenn er neue Gegenstände gesehen hat. Dann weiß man auch, dass am Ende des Tages ist, um Montys Satz fortzusetzen. Wichtig ist, wenn man am Ende des Tages sagen kann, dass am Ende des Tages alles geklappt hat. Denn dann weiß man auch, dass am Ende des Tages ist. Okay. Gut, nee, dann habe ich heute jetzt echt nicht mehr zu tun. Genkis, Wurstpumpe, Ellies. Das waren noch die Themen, die ich noch hatte. Genki hat auf. Fuck. Ist denn jetzt am Ende des Tages? Also wenn jetzt noch zwei Restaurants offen gewesen wären, dann wäre ich jetzt nochmal losgelaufen. Aber für einen kurzen Schnack bei Genkis laufe ich jetzt nicht nochmal los. Zumal ich jetzt auch wahrscheinlich ein Dings bräuchte, einen Energy Drink oder einen Kaffee IC. Ich gucke nur mal gerade, ob die... Wo waren das nochmal? War das hier? Fahrzeuge, nee. Immer nur noch der Camper und die Tropic. Schade, ey. Ich würde perspektivisch gerne den anderen Camper auch hier reinstellen. Aber man muss sagen, dass es auch sehr voll wird, ne? Also wenn hier die beiden Journeys drinstehen, dann noch der Rumpo, der Surfer. Ist eigentlich kaum mehr Platz dann noch, ne? Die Fahrzeuge an sich sind halt groß. Gut, lass uns einen Strich drunter machen. Ich hatte eigentlich irgendwie noch vor,
in den Aquatic Sim Simulator, Aquatic Store Simulator reinzugucken. Aber nee, habe ich gerade nicht so einen Turn drauf. So sehr hat mich das dann auch nicht gereizt. Machen wir aber auf jeden Fall irgendwann nochmal weiter. Ich habe ja Teil 1 quasi ins YouTube-Video geschrieben, um mich selber zu zwingen, dass wir da nochmal einen zweiten Teil machen. Uns ist immer noch kalt. Was meinst du? Ach so, den Fischen, ja. Das glaube ich nicht. Die Heizung war an. Ich habe die Heizung angemacht. Euch geht's bestimmt wieder gut. Stan und mir, das ist crazy. Das ist so richtig dumm. Okay, können wir mal einen Strich drunter. Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt. Waren heute knackige 2 Stunden 45. Waren leider ein bisschen zäh mit dieser ACLS-Geschichte. Aber ich glaube, wenn die Fahrzeuge alle mal durch sind und wir die hier in den Raum stellen können, dann dauert es nicht mehr lange, bis wir die Logos auch kriegen und dann die Eröffnungsfeier planen können. Und dann, wenn wir die Logos haben, können wir halt auch endlich dann mal über Venture mal Werbung machen. So irgendwie so ein Camper auf so einer Klippe oder sowas und dann irgendwie so irgendwie so, da kommt was auf euch zu oder so. Wisst ihr, was ich meine? So ein Teaser-Post quasi. Wie dem auch sei. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich muss mir jetzt noch eine Erinnerung machen, dass ich am Montag Mittag mal die Fotos von den beiden Unternehmen mache. Monty, Gude, Micha, hau rein. Ich wünsche dir was. Auch alle anderen, die noch da sind. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Micha, vielen, vielen Dank für deinen Gifted-Sub an Lion. Er hat es wieder geschafft, sich einen zu erschnorren. 87 Stück hast du schon verschenkt. Holy shit. Danke dir dafür. Stan, dein Primer zum 1,5-Jährigen. Vielen, vielen Dank. Und Mike, mit deiner legendären Nachricht zum 15. Monat. Vielen, vielen Dank dafür. Ist nicht selbstverständlich, aber ihr wisst selber, wo das reingeht. Bei der ersten Runde ging das Geld schon in eure Grafikkarte. Wenn ich nicht mehr streame, baue ich die auch auseinander und schicke die Teile an euch. Anteilig, wie viel ihr quasi daran gegeben habt, ist klar. Die jetzigen Subs und Gifts, Spenden und sowas, die gehen alle in die MLO. Freunde, deshalb ist es für mich umso wichtiger, dass wir jetzt reinballern im RP, gutes RP machen und dann auch die MLO dann am Ende des Tages kriegen. Als ob, nein, natürlich nicht. Außer du möchtest den Lüfter haben. Einen der drei Lüfter. Wobei bei deinen Gifted Subs ist wahrscheinlich, du kriegst alle drei Lüfter. Ich nehme einen Lüfter. Okay. Du kannst auch den fetten Kühlkörper haben, der ist vielleicht auch ein bisschen was wert. Naja, schauen wir mal. Gut, Leute, also nochmal vielen, vielen Dank für den Support. Ich entschuldige mich für den Versprecher mit dem offenen Mikrofon, als ich mich bei Micha für das Gift-Sub bedankt habe. Das war peinlich. Aber ansonsten, schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Ich werde es entsprechend ankündigen. Haut rein und ciao.